Jung brutal marktradikal, dein Wochenrückblick. Ja, Jung brutal marktradikal. Sonntagabend 18.23 Uhr live auf, ich wollte gerade Odyssee sagen, auf YouTube. Oh mein Gott. Oh mein Gott, heute wieder mit Konava. Oh. Ja, gute und Grüße und natürlich mit Taxi Vandalism, den Neuberliner. Ja, moin, moin, Leute. Und wie immer auch mit Umasiat. Jawohl. Und wie immer mit der Blockzeit. Nein, nicht wie immer. Die wollte Zeit neuestem heißt es, ja. Ja, und zwar die 800.038.158. Jawohl. Gemeint von Whitepool. Sind das Rassisten? Toll. Zufall oder Chiffre? Ja, Zufall oder Chiffre. Welche Sendungsnummer haben wir eigentlich heute? Ich weiß es gar nicht. Ja. Mhm. Ja. Ist auch egal. Kriegen wir irgendwann raus. So, ja. Ich hoffe, dass die Zuschauer hier auf YouTube sich einfinden, weil wir, also das mit dem Odyssey, das habe ich verkackt, weil ich kann mich bei Odyssey nicht mehr einloggen. Ihr versteht. Für nächste Woche kriegen wir es vielleicht wieder hin. Oder im besten Fall streamen wir dann auf beiden Plattformen. Das wäre super. Ja, was haben wir heute wieder? Haben wir was im Housekeeping? Haben wir irgendwas über Millet zu erzählen, möglicherweise? Ja, übrigens, die Antwort auf deine Frage wäre 131, aber kommen wir jetzt zu Millet enttäuscht, würde ich sagen. Enttäuscht. Millet enttäuscht? Ja. Argentina unveiled mandatory registry for Bitcoin and crypto platforms. Also. Das hört sich jetzt nicht besonders marktradikal an, wenn ihr jetzt hier KYC fordert, oder? Ja, ich hab ja enttäuscht. Machen die da auch so Geldwäsche-Sachen oder wie? Also so Geldwäsche-Verhinderungs-Quatsch. Sieht danach aus. Ich finde das nicht gut. Javier, minus ein Punkt auf jeden Fall jetzt schon mal hier. KYC Afuera. KYC Afuera. Ja, irgendwer hatte das gerechtfertigt, so, ja. Man muss da ja mitspielen wegen den USA und so, sonst kann man nicht mehr bei den USA mitspielen und so, wenn man jetzt keine Geldwäscheprävention macht und so einen Scheiß. Und am Ende, es stellt sich halt wieder das heraus, was vorher klar war, so, ja, du bist nicht im luftleeren Raum, Javier Millet. Du willst mit anderen Leuten spielen und die sagen dir, welche Spielregeln gelten. Das ist leider so, ne? Also, ja. Naja, wie dem auch sei. Murfmaster, Metal-Leute. Habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube schon. Tja, haben wir noch was in Housekeeping oder wollen wir in die unerwarteten Konsequenzen gehen? Unerwartete Konsequenzen. Jawohl. Gleich rein in die Olga, wie man so schön sagt. This is English again. Discord has announced they will begin displaying ads to boost revenue. Was meint ihr, wie würde das aussehen? Das könntet ihr auf Discord für Werbung angezeigt bekommen. Keine Ahnung, für Spiele oder so. Gibt es da genauere Details? Ich denke einfach halt personalisierte Werbung, oder? Und dann gibt es halt irgendwo vielleicht so kleine Fenster oder halt so Nachrichten zwischendrin, zwischen den anderen Nachrichten im Server. Das gibt es ja auch bei den Foren oder so. Ich sag, Bannerwerbung kommt wieder. Bannerwerbung zurück in die 90er, ja. Schöne Bannerwerbung. Wer weiß. Oder sind April-Shirts, weil es am 1. April veröffentlicht wurde? Maybe. Nee, der Artikel wurde am 30. März, wenn du draufklickst. Okay. Ja, sollen sie machen. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich habe eh Nitro. Wahrscheinlich sind Nitro-Leute sowieso befreit von Werbung oder so. Keine Ahnung. Sicher. Also ich meine aber... sozusagen das Drachi-Spenden-Ding. Ja, genau, ja. Ja. Schon, weil es ist halt irgendwie ziemlich nutzlos. Die Serverrolle halt, ne? Nun gut, wir wollen keine 5 Stunden machen. Los geht's. Triff eine Wahl. Thomas, ja, du bist heute, ja. Du bist heute aber schnell unterwegs. Triff eine Wahl zum Thema Werbung. Los geht's. Kommt hier Instagram wegen der Cookie-Scheiße. Ja. Ja, es ist das ja. Was habe ich? Verstehe ich alles nicht. Was ist das? Deaktiviere. Oh, jetzt sehen wir alle deine Freunde, mein Freund.
Oh, oh. Gut, hast du es gesagt. Ich wusste nicht mal, dass ich da überhaupt mit meinem echten Namen eingeloggt bin, Alter. Du bist ja mit deinem echten Namen eingeloggt, so wie es aussah. Ich habe in der Ecke oben dein Profil gesehen. Was ist denn los mit denen, ey? Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich wollte doch nur diesen Instagram-Post anzeigen, der hier drin war. Guck, diesen. Diesen, ja. Jetzt sehen wir alle deine Freunde, Heilig. Ich wusste nicht mal, dass der Account noch existiert. Ich weiß gar nicht, woher der Browser die Login-Daten dafür hat. Tja, und wir sind dann mit der Mädels angegraben hier. Kunde-Poach, die M auf Instagram. Ja. Ihr habt ja letzte Folge, glaube ich, habt ihr auch ein bisschen über unseren neuen Freund, den, nachdem jetzt der Drachenlord in Rente geht, wie wir erfahren haben, ne, oder in Rente gehen will, wird er jetzt abgelöst. Ne? Also die deutschen Matrix-Schreiber haben sich wieder was Neues überlegt, und zwar den Anzeigenhauptmeister implementiert. Smoother Übergang, muss ich sagen, zwischen Drachenlord, App-Up und Anzeigenhauptmeister. Gibt nochmal Gas. Ja, stimmt, ja. Und ja, sagen wir mal, er hat sich die Woche einiges geleistet. Haben wir noch mehr vom Anzeigenhauptmeister? Ja, natürlich. Ja. Hier steht ja, die Auflösung, es war alles ein Scherz, oder wie? Ja. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an hier. Anzeigenhauptmeister. Ja, fangen wir an mit... Der Drachenlord Hauptmeister grüßt den Drachenlord. Wo fährt denn der da eigentlich mit und warum hat er seinen Helm im Auto auf? Also es gab einen Livestream, wo er ganz viele Leute gegrüßt hat, so auch Unge und andere YouTube-Persönlichkeiten, unter anderem auch den Drachenlord, um natürlich wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Seine Spendenaktion läuft da noch. Wie ich auf Telegram gesehen habe, hat er irgendwie 4.000 Euro schon eingenommen von 15.000 Euro, die er, um seine tolle Tätigkeit, Leute anzuschwärzen, weiter nachgehen zu können. Macht er jetzt eigene Battle-Streams, oder was? Er macht Battle-Streams, ja. Das ist ja großartig. Das ist ja echt großartig. Was haben wir hier noch? Ah ja, das war auch lustig. Er macht das erste Video. War auch erstes Video. Ich fand so geil, wie ja schon Kommentare kamen, so das Bild gepostet und dann, wie ich eure Tweets lese. Ja. Das war großartig. Aber wir machen erstmal das Video. Von Anfang an hier. Ich kann es auch auf den Boden knallen, gerne. Kein Problem. Das brauche ich nicht. Er hat sich fallen lassen. Ja, aber du hast mich gezogen. Ja, du hast mich gezogen. Also, was war passiert? Er hat eine Falschparkerin aufgeschrieben, die dann kam, und er hat aber sie gefilmt, was ja widerrechtens ist, ja. Recht auf eigenes Bild. Vor allem ins Gesicht filmen, ja. Ja, nicht ins Gesicht filmen, wir erinnern uns an Michael muss weg Demos. Sie fand das nicht so toll und wollte sein Handy dann nehmen. Mhm. Da hat er sich, sagen wir mal, leicht Oscar-würdige darstellungsmäßig auf den Boden fallen lassen. Natürlich noch mit dem Handy intakt in der Hand und gleich weiter getippt. Ja, und hat schön sein Fahrrad noch gegen das Auto fallen lassen. Ne? Großartig. Ja, wichtiger Linker, der Typ. Es ist aber schon der Allmann-Endgegner, glaube ich, so ein bisschen. Oh ja. Ich glaube, wenn irgendwann mal Allmann definiert wird, er ist hässlich, er ist dumm. Ich habe das ja erst in eine Fotomontage gehalten. Ne? Der hat hier ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet mit irgendwelchen Arzthelferinnen und Helfern oder sowas. Mhm. Geisteskrank. Krankenhaus im Schockraum. Vor allem, du gehst ins Krankenhaus, weil du auf dem Rücken gefallen bist. Da muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das drin haben, das ist eine Masche von dem, ne? Der hat letztens, irgendwer hatte den auf der Straße angesprochen und gefilmt dabei und hat sich ein bisschen mit dem unterhalten. Und da hat er im Prinzip gesagt, so, ja, man muss nur richtig wissen, wie man es macht. So, dann lässt man sich irgendwie fallen oder oder wenn einer angeht, Dann ruft man halt einen Krankenwagen und dann klagt man halt Schmerzensgeld ein. Das ist eine Masche von dem. Richtig krass. Ich sag ja, es ist die Definition von einem Allmann. Das ist echt nicht normal. Und er wird halt irgendwann wirklich mal auf die Fresse kriegen. Ach, hier sieht man es nochmal. Hat er schon. Hat er doch schon. Ja, er wird aber mal richtig auf die Fresse kriegen. Nicht, wo er irgendwie einen kleinen Platz von da sein. Ich finde das auch so geil. Hier, der das filmt, der gibt jetzt auch noch so einen Kommentar ab. Und man sieht halt eindeutig, die Frau, die hält nur am Handy.
Und der Typ lässt sich dann fallen, ne? Zumal für die Telegram-Enjoyer, die auf der Anzeigen, keine Werbung hier, aber es gibt einen Anzeigen-Hauptmeister-Podcast. Die Dame ist alleinerziehende Mutter und hat eine Spendenkampagne gestartet, damit sie für eventuelle Rechtsstreitigkeiten sozusagen einen Anwalt bezahlen kann. Und sie hat von einem Spendenziel von 2.500 Euro 10.553 Euro gespendet bekommen. Ja, lol. Hier, die GoFundMe-Kampagne. Hammer. Ich sage euch, also wenn ich den Anzeigenhauptmeister mal treffe, dann produziere ich ein Video, was noch viraler geht und sahen mindestens 50.000 ab. Perfekt. Das ist halt großartig. Man sieht genau, sie zieht so ein bisschen am Handy und er fällt halt genau in die entgegengesetzte Richtung. Also sie schubst ihn tatsächlich nicht. Und dann fängt er direkt an, auf dem Handy zu tippen. Und ich meine, hier wäre noch ein Kommentar, ein Audiokommentar. Das haben jetzt hier dann alle gesehen, dass er sich fallen hat. Du hast ihn angefasst. Du hast ihn angefasst. Ja, du hast ihn angefasst. So, ja, okay. Jeden, den man anfasst, der kann sich umfallen lassen und dein Auto zerstören. Okay, alles klar. Das ist echt cool. Ich freue mich auf die Texas-Edition. Oh, Junge, in Texas wäre der schon tot. Relativ schnell, ja. Könnte schnell gehen, ja. Ja, und hier haben wir nochmal das Schockraumbild von eben. Weil dein Schockraum darf er dann selber bezahlen, das weiß er schon, ne? Wer von sich in der dritten Person schreibt. Das können aber auch so einige aus der rechten Medienbubble. Ich weiß nicht mehr. Bei irgendwem ist mir das immer wieder aufgefallen. Ich vergesse. Egal. Kommen wir zu Elon Musk. Nein. Doch. Oh. Aber bevor wir zu Elon Musk kommen, hier gibt es gerade im Chat, gibt es hier von ItZepp eine Beschwerde über unseren Hauptfinanzier. Oh, ja. Möchtest du es vorlesen oder soll ich? Bitte den Overlord A. Lichtschlag mitteilen. Usedom ist mir zu sehr am Arsch der Welt. Bitte EF-Konferenz irgendwo anders veranstalten. Ja. Kannst du vergessen. Du glaubst doch nicht, dass man für eine EF-Konferenz irgendwo in Deutschland noch ein Hotel bekommt. Die schlagen denen noch die Scheiben ein, Alter. Ja, aber Usedom ist genau so weit weg, dass die Antifa da nicht mit dem Lastenrad hinfahren kann, ja? Also Antifa-sicheres Hotel ist auch ein guter Titel. Antifa-sicheres Hotel, ja. Antifa-sicheres Lastenfahrradhotel oder sowas. Naja. Ja. Ja, wollen wir kurz sagen, dass dieser nette Herr uns Geld gibt und deswegen wir Werbung für ihn machen dürfen? Ja, nämlich wir sind gesponsert von den Freiheitsfunken.info und ja, bei den Freiheitsfunken.info, da gibt es interessante Artikel. Manche auch mit hier so interessanten Thumbnails. Das Thumbnail habe ich gemacht, Junge. Es geht halt um den Kuschelstaat und so. Und dass das eigentlich gar kein so kuscheliges Ding ist, sondern dass es eher Unfreiheit ist und so. Und dann habe ich einfach gedacht so, okay, was ist irgendwie kuschelig und gefährlich? Okay, Midjourney, ein Teddybär, der die Zähne fletscht. Da kam der mal raus, Alter. Ich muss ihn sofort nehmen, Alter. Großartig. Auf jeden Fall kann man uns hier auch unterstützen auf freiheitsfunken.info. Und zwar in PayPal, da geht auch Kreditkarte, Überweisung oder Bitcoin und Monero. Lightning geht übrigens jetzt auch sehr, sehr gut. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil da gab es ab und zu mal Probleme, aber wir haben da jetzt ein Man in the Middle quasi, der das für uns macht und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Genau. Weiter? Oder sollen wir noch was zu sagen? Ja, weiter. Ja, weiter. Und weiter. Elon Musk schreibt übersetzt, falls Sie dachten, dass der Versuch der Regierung, den Verkauf von Häusern für Asylbewerber zu erzwingen, ein Mythos sei, passiert dies in Großbritannien bereits. Ja, und da sollten jetzt irgendwie Rentner irgendwie ihr Haus verkaufen? Ja, our council tried to force us to sell our 200,000 pound home to make room for asylum seekers. Elderly couple power after strongly worded letter lands on their doorstep. Gut Deutsch, sie werden genatscht. Das ist ja kein Zwang, ne? Also wir haben ja hier in Deutschland wissen wir ja, dass das kein Zwang ist, ne? Ist ja nichts Zwang, was vom Staat ausgeht. Mhm. Deswegen erinnere ich die Corona-Impfung, ne?
Ist ja jeder ja. Die Corona-Impfung, wäre auch kein Zwang. Genau. Könnt ihr alle freiwillig machen. Ihr dürft da nichts mehr tun, wenn ihr nicht geimpft seid. Aber was hat man Zwang. Denen denn angedroht, was sie nicht mehr tun dürfen? Steht das im Artikel? Good question, next question. Oh, hier ist der Empty Properties and Site Initiative. Mhm. We are writing as have reasons to believe that the above named premises or land is empty or unused and that you are the owner. Auf gut Deutsch, die sagen, ah ja, da wohnt ja gar keiner, haben wir rausgefunden. Ihr müsst da raus, ihr wohnt, ja, es steht alles leer. Ihr müsst da raus, da wohnt ja gar keiner. Ihr müsst raus, da wohnt keiner. Quasi. Stell dir mal vor, du baust ein Haus und dann kommt irgendwie der Staat und meint so, ja, da wohnt da keiner. Ja, ist das Haus noch nicht fertig gebaut. Mir egal, da wohnt keiner. Ey, aber was zum Fick? Hier steht ja auch, ne, wir haben herausgefunden, dass hier irgendwie privates Eigentum und Potenzial nicht genutzt wird und so. Was geht dir das an? Junge, wenn ich will, kaufe ich mir eine fucking Villa, lass die komplett leer stehen und fahre einmal am Tag dahin, um mir einen zu wichsen. Und nichts weiter. Da können die mir gar nicht, also rechtlich wahrscheinlich schon, aber was soll die Scheiße? Ich mache mit meinem Eigentum, was ich will, deswegen ist es ja mein Eigentum oder deswegen ist es nicht mein Eigentum, weil ich nicht damit tun kann, was ich will. Es ist nur okay, wenn du eine FKK-Kommune daran betreibst. Das ist in Ordnung. Eine KDF. Alleine wichsen geht nicht im Hotel. Ey, der Typ, der hat sich jetzt letztens schon wieder, habe ich heute beim Ofenkäse gesehen, hat er sich schon wieder über Discord informiert, wie das denn Kinder machen, wenn die sich irgendwann mal anfassen. Nein, das Video will ich noch gucken. Ich habe gesehen, dass es veröffentlicht wurde. Ich will es noch gucken. Ja. Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Naja, wie dem auch sei. Ja, also ich würde es nicht verkaufen an deren Stelle. Ich würde mich da von der Staatsgewalt rausziehen lassen. Glaube ich. Natürlich auch mit Waffengewalt. Nötiger Wehr. Nun ja. Das ist ja eigentlich schon wieder eine Verschwörungstheorie gewesen, die wahr geworden ist, ne? Ja, wir kommen jetzt zu Ursel. Ursel kann sich genau wie Olaf Scholz und andere deutsche Politiker ganz schlecht erinnern an Dinge. Und dann schmeißt ihr auch noch ständig ihr Handy mit den ganzen SMS weg. Ja, umstrittener Impfstoffdeal. Nun ermittelt Europas Korruptionsjäger gegen Ursula von der Leyen. Mhm. 2021 vereinbarte die Kommissionschefin und der Pfizer-CEO Albert Bourla einen Impfstoffdeal in Milliardenhöhe. Womöglich wurden dabei relevante Nachrichten gelöscht. Upsi. Europäische Staatsanwälte gehen dem Fall nach. Dies zu einem kritischen Zeitpunkt für von der Leyen. Ich wünschte mir ja, das würde zu einem Ergebnis kommen, das irgendwie negativ für von der Leyen wäre, aber die haben dann in dubio pro reo, ja, wir haben nichts gefunden, sorry. Ich mein, guck mal, die EZB-Troller, die ist wegen Veruntreuung verurteilt worden. Okay, ich weiß nicht, wohin man Ursula von der Leyen jetzt noch hinbefördern könnte, aber irgendeinen Posten wird es für die noch geben, der noch besser bezahlt ist als der jetzige. Also. Ich weiß nicht, so wie die aussieht, könnte die eigentlich schon ins Altenheim. So wie die aussieht, könnte die ins Grab, aber die hat schon so ein bisschen Leichenblässe. Ich finde auch über ihrer Lippe, das sieht irgendwie auf meinem Bildschirm hier ganz schlimm aus. Also. Ja, jetzt reden wir wieder über das Aussehen. Sollen wir über ihre Schandtaten reden? Toll. Nein, ich finde, über das Aussehen zu meckern ist immer eine gute Sache. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ich hab das Gefühl, dass nichts passieren wird. Aber die können doch nicht die EU-Kommissionspräsidentin oder Chefin in den Knast stecken. Alter, wo kämen wir da hin? Wäre lustig. Regierungsführer in den Knast stecken. Eigentlich müssten die das so machen, wie wenn einer eins Penis schreibt zu einem Politiker, dass das SEK eben in die Wohnung reinstürmt. Ja, ohne Spaß. Warum liest man nichts davon, dass all ihre Büros und ihr Privathaushalt und alles Mögliche durchsucht werden? Genau, das wäre doch geil, einfach die in Handschellen irgendwie in einem Polizeiauto sitzen, während das SEK da einfach mal schön alle Sachen beschlagnahmt. Ja. So wie bei jedem, der auf Twitter schreibt. Eins Pimmel. Ja. Genau. So will ich es eigentlich sehen. Können wir eigentlich mal sagen, ob die keine Anzeigen Hauptmeister nicht mal das Gerücht streuen, dass die Kinderpornos auf dem Rechner hat? Vielleicht hilft das. Lol. Nee. Man muss denen ja auch nichts Falsches sagen. Ach doch, Politiker schon. Nee, heute nicht, Max. Ne? Tut mir leid. Aber eigentlich kann Harlekin hier auch
Dauergast der Sendung werden, wenn er möchte. Also wenn er Zeit hat, kann er immer reinjoinen. Er hat mir auch geschrieben. Ich habe ihm aber noch nicht geantwortet. Ich ihn apropos Dauergast der Sendung, ihr könnt ihn gerne mal fragen, weil es gibt wieder ein tolles Datum, an dem ich nicht da bin. Und das ist der, nächste Woche. Ich muss wieder reisen. Diesmal Unava, nach Arkansas. Unava im Jet-Set-Lifestyle. Jet-Set, ganz, ja, das ist toll. Ich sehe dann immer ein Lagerhaus und mein Hotelzimmer. Das ist richtig Jet-Set-Life. Ja. Zum Mittagessen gibt es Barbecue. Das ist wie bei den Drogendealern. Die sind auch nur Lagerhallen und ihr Hotelzimmer und Barbecue. Ich bin quasi der Drogendealer, ja. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir in die Schweiz. Stiel verliert. Nee, eigentlich kommen wir zu Deutschland. Ja, eigentlich zu Deutschland, ja. Aber ja, Deutschland existiert bald nicht mehr. Die Schweiz ist für uns günstiger als eine Investition in Deutschland, schreibt, ich glaube, das war der Chef von Stiel. Und die verlegen die Produktion in die Schweiz. Nach Miele nun auch Stiel. Das traditionsreiche Kettensägenunternehmen. Nach Miele zieht nun auch der Arbeitsgerätehersteller. Jetzt spielt er hier ein Video ab. Das traditionelle Kettensägenunternehmen, Grüße gehen raus an Javier Millet, hatte bereits angedeutet, seine Produktion ins Ausland zu verlagern. Diese Möglichkeit erscheint immer wahrscheinlicher. Wie aus einem neuen Interview mit dem Beiratsvorsitzenden Nicolas Stiel hervorgeht. Ja, und ich glaube, er hatte sogar irgendwo gesagt, es sei trotz der höheren Lohnkosten in der Schweiz günstiger zu produzieren. Weil Energiekosten hier sehr hoch sind und Bürokratie sehr hoch ist. Das war so das, was ich vernommen habe. Ja. Und sie brauchen einen Standort mit qualifiziertem Personal. Aber das holen wir doch schon seit 2015 rein, millionenfach. Warum könnt ihr denn nichts mit denen anfangen? Was ist denn da los? Ich dachte, das sind alles hier Maschinenbau und Elektrotechniker, die wir hier kriegen. Raketenwissenschaftler, Goldstücke. Atomforscher. Die werden unsere Rente zahlen. Das finde ich ja immer den geilsten Spruch, ne? Die werden unsere Rente zahlen. So als seien das unsere Sklaven fürs Alter, so. Geisteskrank einfach. Weil wir gerade bei Goldstücken sind, Evil Knievel schreibt im Chat oder fragt im Chat, was man als Texaner überhaupt von der Grenzkrise mitbekommt. Du musst ja sagen, gar nicht so viel, weil ich lebe ja quasi ein Deutschland von der Grenze entfernt. Ein bisschen mehr als in Deutschland. Also hier kriegt man nicht so viel mit, aber man kriegt wohl mit, dass da relativ schlimm sein soll. Welches wird das nächste Traditionsunternehmen, das Deutschland verlässt? Welches wird das nächste Traditionsunternehmen, das Deutschland nicht verlässt? Ja, stimmt. Bessere Frage. Volkswagen bleibt hier. Aber der Führer hat da schon investiert. Die Twitter-Experten, die Habeck geil finden und den zum Kanzler machen wollen, sagen doch, der DAX ist auf dem Allzeithoch. Die haben ja auch keine Ahnung. Die haben ja auch keine Ahnung, dass die DAX-Unternehmen ihr Hauptgeschäft nicht in Deutschland machen. Und die wissen auch nicht, was der Asset Price Inflation ist. Das ist auch sehr lustig. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, Junge, ey. Ey, Economic Basics, so wichtig, so wichtig. Aber egal. Ja, tschüss, Stiel. Vielleicht besuche ich euch irgendwann mal in der Schweiz, wenn ich da hingezogen bin. Ja, ich bin nicht ganz sicher, warum das eingesendet worden ist, aber wahrscheinlich ist es wieder Bodyshaming, was ich richtig und wichtig finde. Ja. Das habe ich eingesendet, weil ich das lustig fand. Die Zeit Online fragt diese nette Dame, für alle, die jetzt zuhören, eine pink gefärbte, weiblich gelesene, pink gefärbte Pudelhaarfrisur besitzende, weiblich gelesene Redakteurin von Zeit Online. Erklärt, was das passiert, wenn ihr aufhört, Fleisch zu essen. Zweites Bild. Nochmal genau. Wir sehen ihr Gesicht nochmal. Ach so, ja, okay, wir sehen ihr Gesicht und dann? Einen leckeren Burger, der aber ein AI-Burger ist. So gut sieht kein Burger aus. Ich finde auch nicht, dass er gut aussieht. Aber ja, nicht? Das ist AI. Findest du nicht der Burger? Sieht aus wie der Mc's-Burger, aber die Fleischpatties sind vernünftig. Also ich muss mal, du musst echt mal herkommen. Ja, es ist auf jeden Fall, ihr wollt nicht so aussehen wie sie. Also heißt es auf gut Deutsch, nicht mehr Fleisch. Ach so, okay. Nachdem ich mir schöne Packung Beef Jerky reingerendert habe gerade eben. Lecker, lecker. Hat der Einsender da noch was zu sagen? Der Einsender? Ja. Ich fand's einfach. Ja,
Der Einsender. Wir sind Männer, wir haben einfachen Humor. Ends Einsendens. Weil der Einsendende darf man ja auch nicht sagen, weil der ist ja männlich. Ist es doch nicht Ends Einsendens? Ends Einsendens, genau. Ja, Ends Einsendens hat eingesendet. Ja. Und damit kommen wir in die kognitive Dissonanz. Und wir haben hier Melbourne. Marxism Conference over the Easter weekend. A big thank you to everyone who has made the connection between COVID-19, class, disability, long COVID and poverty. Solidarity and mutual aid are important in this ongoing pandemic. Hashtag mask up, hashtag COVID is airborne. Hashtag, warum kann der IS seine Terroranschläge nicht in Melbourne bei solchen Veranstaltungen machen? Hashtag. Ich finde es wild, dass die auf ihrer Marxistenkonferenz immer noch Maske tragen, ey. Aber du siehst wieder... Direkt wieder Free Palestine hier, ja, ey, Junge, Digga. Es ist immer das Gleiche, ey. Es ist das Gleiche, immer das gleiche Klientel. Ja, ungefickte Frauen und es sind eine Männer. Ungefickte Männer. Und ungefickte Männer. Eigentlich ist die Incel-Konferenz. Wobei, ich glaube, die haben mehr Sex als ich, aber vor allem die Alte hier. Ja, die hat sie. Die ist schon durchgeritten worden, sag ich dir. Ah, es ist furchtbar. Ja, es kann schlimmer. Wann die nächste schön, Marxistenkonferenz in Deutschland? Aber schön, dass sie dieses ganze Zeug hier so schön als Marxismus auch brandmarken. Ne? Mir hat noch Climate Change gefehlt. Climate Change fehlt noch, stimmt. Ja. Das gehört noch mit rein in die kulturmarxistische Revolution. Ansonsten kann ich das nicht ernst nehmen. Mir ist letztens ein Gedanke gekommen, den ich nicht weiter verfolgt habe, weil er mir Schwachsinn erschien. Aber könnte es sein, dass die mit den CO2-Kontingenten das Kalkulationsproblem lösen? Weil du kannst ja dann... Also meinst du die Zertifikate? Ja, du kannst ja dann irgendwann alles in CO2 bepreisen statt in Euro oder sowas. Also die schaffen halt kein Geld ab, also die schaffen schon Geld ab. Ja, aber CO2, ja, das klappt aber trotzdem nicht, weil das wieder die Geldfunktion nicht beinhaltet. Ja, es beinhaltet die Geldfunktion nicht. Nee, aber das Kalkulationsproblem wäre ja dadurch gelöst, dass es gibt halt Kontingente, die ausgegeben werden. Und die wollen ja für jedes Produkt feststellen, wie viel CO2 ist da reingeflossen. Also es ist quasi Marx'sche Arbeitswerttheorie, aber halt mit CO2. Wie viel CO2 ist in das Produkt reingeflossen? Und daran machen wir den Preis fest. Oder? Also du willst mir sagen, dass du für jedes Produkt, für das die Boston Consulting Group es für eine Dose Coca-Cola in Walmart einmal probiert hat, rauszufinden, welche Materialien, welche Zulieferer... Ja, das wollen sie ja machen. Das wollen sie ja machen. Sie wollen ja gucken, wie viel CO2... Wobei, nee, sie lösen das Kalkulationsproblem damit nicht. Weil du ja immer noch nicht effizient die Ressourcen... Weil du kannst nicht nur CO2 nehmen, um Ressourcen zu verteilen. So, das funktioniert halt nicht. Ja, aber trotzdem, ich finde das spannend. Weil wirklich dieses alles CO2 bepreisen und in der Banane steckt so und so viel CO2 und in dem Auto steckt so und so viel CO2 und in den Cashewkernen so und so viel. Das ist Marx'sche Arbeitswertlehre eigentlich. Bin ich der Erste, der darauf kommt? Also es ist halt nicht Arbeitswert im Sinne von, wie viel Arbeit ist reingeflossen, sondern wie viel CO2 ist reingeflossen. Ist doch geisteskrank. Oder labe ich gerade Scheiß? Ich weiß nicht, ob ich gerade Scheiß labe. Das war so ein Gedanke, den habe ich nicht komplett durchdacht, weil ich dachte... Oh mein Gott, das Problem an der Arbeitsmarkttheorie, an dem Kalkulationsproblem ist doch auch, dass es ja nicht nur die Arbeit ist, die entscheidend ist, sondern auch nicht nur die Zeit der Arbeit, sondern auch die Qualität der Arbeit. Den anderen ignorieren. Die wird ja komplett ignoriert. Ja. Gleiches ist ja bei CO2, ist ja vollkommen irrelevant, wie viel CO2 es ist. Wenn ich jetzt beispielsweise den kompletten, wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, das alle Süßwasserreserven der Welt verbrauchen würde, aber kein CO2. Da ist das Produkt ja scheiße, aber ist CO2-neutral. Ja. Ja, dass denen ihre Idee nicht aufgeht, das ist klar. Basiert. Ja. Im Chat schreibt Honorable Sir Tukan Kap, dadurch wird das Kalkulationsproblem nicht gelöst, sondern noch größer. Tränen lachen das Smiley. Ja, kann sein, dass ich mich damit verrannt habe. Nee, weil ich halt gedacht habe, so, ja, okay, sie haben dann Preise.
die sie objektiv irgendwo dran festmachen können, und zwar am CO2-Ausstoß. Und ja, das hat in mir irgendwie getriggert, dass das Kalkulationsproblem gelöst sei. Aber nee, das ja doch, sie haben ja dann Preise. Aber die sind halt auch genauso aus dem Arsch gezogen wie die Preise, die sie hatten in der UdSSR und in der DDR. Ne? Also, naja, egal. Wie dem auch sei. Kommen wir zu Michael Bloß, Member of the European Parliament, der ganz stolz berichten kann. Die Preise sinken weiter. Die Preise sinken weiter. Die Inflationsrate im März auf den niedrigsten Stand seit knapp 3 Jahren. Pandemieauswirkungen auf und Russlands Angriffskrieg haben uns zugesetzt, aber wir kommen aus dem Tief. Parallele Rekorde beim Ausbau der Erneuerbaren. Kurz und knapp, danke Habeck. Also die Preise sinken, wenn die Inflationsrate geringer wird. Das wusste ich noch nicht, aber danke dafür. Ja, ich sag ja, Economic Basics so wichtig. Aber er hat sich dann nach ein paar Stunden korrigiert, der Preisanstieg. Wobei manche Preise wirklich sinken. Oh ja, wirklich? Es fallen und sinken immer Preise irgendwo. Aber ja, Mann, wenn ich jede Stunde den HVPI ändere, ja, den Warenkorb, dann kann ich auch sagen, wir haben eine Deflation. Ja. Nehme ich halt immer nur die Preise rein, die gerade sinken, und dann sage ich, ja, siehst du mal, es ist eine Deflation, wir müssen die Zinsen senken. Klappt halt leider nicht. Ja. Ich bin immer, hier in den USA ist ganz einfach, guck einfach auf den Sprit und auf den Eierpreis. Und wenn, dann weißt du ganz genau, geht es gerade wieder bergab oder berghoch. Und mein Hundefutter. Ich habe hier eine. Das Pricing hier ist ja dynamischer als in Deutschland. Also ich habe hier Hundetweets. Das ist so. Was ist es? Duck Jerky. Also es ist so also Jerky Strips. Enten. Enten Jerky. Für ihn. Und das kostet manchmal. Also als ich angefangen habe hier, hat es irgendwie $5 gekostet, die Packung. Die Packung ist genau gleich geblieben. Die kostet, wenn es schlecht läuft, $10 und wenn es aktuell, wenn es gut läuft, $7. 6,99. Da merkst du immer, wenn es $10 ist, kaufe ich sie nicht. Dann kaufe ich lieber ein Substitutionsprodukt, und wenn es wieder bei 7 ist, kaufe ich es mal wieder. Das ist halt dann, ne? Ja. Preisallokation. Nun gut. Danke, Michael. Schauen wir doch mal die perfekte Blase an. Die Taz schreibt: Goldpreis bei Gold, Rekordpreis bei Gold. Die perfekte Blase. Anleger stürzen sich auf Gold. Das Edelmetall ist so teuer wie nie zuvor. Dabei hat es längst keinen Nutzen mehr. Ey. Stimmt. Was für einen Nutzen hast du durch einen Papierschein? Wollte ich mal fragen. Das ist ein Kommentar von Ulrike Herrmann oder was? Ja, selbstverständlich. Ach du Scheiße, da kann ja nur Mist bei rumkommen. Ah. Auch toll, die Tagesschau, ne? Und wenn du mal wieder zurückgehst auf den Tweet, ist noch die Tagesschau verlinkt. Goldpreis so viel wert wie noch nie. Von Goldpreis so viel wert wie noch nie. Das heißt, Goldpreis so hoch wie noch nie. Ja. Goldpreis in Fiat so hoch wie noch nie, müsste da stehen. Experten rätseln über Gründe. Gold so viel wert wie noch nie. Da steht nicht Goldpreis. Ja, ich weiß. Gold so viel wert wie noch nie ist ja Quatsch. Ja, das heißt, ein Goldpreis in Fiat gerechnet. Ja. Naja, ja. So hoch wie noch nie. Wenn ich Gold gegenüber Dukateneseln stelle, ist es vielleicht gleich sein. Aber worauf du hinaus wolltest, war wahrscheinlich Experten rätseln über die Gründe. Ja, warum? Und warum? Ja, ich weiß es gar nicht. Also. Welche Experten haben Sie denn gefragt? Marcel Fratscher oder Hermann oder wen? Wen fragt die Tagesschau denn als Experten hier? Ich guck mal, ob da irgendwie jemand drin steht. Ich guck mal, ob das Wort Experte drin vorkommt. Viele Experten rätseln daher, bla bla bla. Ja, viele Experten, danke. Andere Experten auch noch. Könnt ihr eure Experten bitte mal benennen? Was ist denn los mit euch? Haben sie doch, es sind viele und andere. Also quasi andere Experten begründen die Entwicklung daher mit dem aktuellen Momentum von Gold und der Charttechnik. Also sie haben die Astrologen gefragt und die haben gesagt, Number go up, okay. Ich stelle mir das so vor, da kommt so der Mohammed und will für seine Kinder Gold kaufen. Und dann guckt er aber erstmal auf den Goldpreis Flowchart und aufs Bollinger Band und dachte, oh, jetzt muss ich kaufen hier. Das Momentum ist hoch. Also hier schreibt ein Experte: Anleger kaufen, weil sie erwarten, dass die aufgekommene Dynamik den Preis noch weiter nach oben befördern könnte. Jochen Stratzel, Chef Marktanalyst CMC Markets. Ja, ist das nicht immer so?
Also ich meine, wenn ich in eine Anlageklasse reingehe, dann erwarte ich mir doch immer, dass die nach oben geht. Ich gehe ja nicht rein, wenn ich erwarte, dass die nach unten geht, oder? Also außer bei Wirecard. Ja, ja. Und dann auch, oder beim Dirk Müller Aktienpremiumfonds. Oder wenn die Bundesregierung in irgendwas investiert. Bei der Deutschen Bahn. Ja, wir haben es übrigens vergessen. Wisst ihr noch, wir hatten zwar im Dave Space, hatte ich es angesprochen. Wisst ihr noch, damals, als dieses Wettrennen kam, wer zuerst den Impfstoff hat? Den Covid-Impfstoff? Wisst ihr noch, wo hat denn damals die Bundesregierung da Milliarden reingeschossen in ein Unternehmen? Nee, es war nicht BioNTech, es war ein anderes. Aha. Da war noch ein anderes. Da gab es diesen anderen Impfstoff irgendwo, ich glaube, aus Heidelberg oder so. Es war auf jeden Fall ein deutsches Unternehmen, aber das ist dann irgendwie, glaube ich, auch pleite gegangen. Mhm. Ja, die haben auch versucht, einen Impfstoff zu machen. Ja, aber hier Goldpreisanstieg liegt natürlich an der Inflation, also an der echten Inflation, an der Geldmengenausweitung. Und eventuell daran, dass einige doch wieder voraussehen, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommen könnte. Weil, also hohe Goldkäufe sind halt ein Indikator dafür, dass man irgendwo anders Vertrauen verloren hat. Also zum Beispiel in die Wirtschaft, in den Bankensektor, in die Politik oder sonst irgendwas. Also man hat irgendwo das Vertrauen verloren, dass es so weitergeht wie bisher, ja. Und natürlich steigen dann die Goldpreise. Aber das wird natürlich nicht thematisiert. Das ist jetzt wieder einfach nur irgendwelche Spekulanten, die reich werden wollen. Ja. Ich glaube, Markus Kralle hatte sogar gesagt, dass die BRICS-Staaten immer noch weiter Gold kaufen oder so. Kann auch sein. Ja, okay, Boomer, sage ich dazu. Ja. Boah, der haut auch mittlerweile wieder Zeug raus, ey. Das ist ohne Spaß, ey. Keine Ahnung. Wir sollten den eigentümlich frei Boomer Award vergeben, Alter. Als Negativpreis oder so. Wobei, gut, das könnten wir nicht machen, weil Markus Krall irgendwie so ein Freund ist von eigentümlich frei. Aber ja, eigentlich halt. Ja, was hat er denn an Cringe gepostet? Also ich referenziere da jetzt diese Boomer-Dinger, nicht Boomer-Dinger, diese Fake-Accounts zusammen gegen Intoleranz, und da gibt's noch so einen anderen. Also diese offensichtliche Satire. Offensichtliche Satire retweetet, der regt sich darüber auf, und da war letztens noch irgendwas. Ich glaube zum Cannabis. Nee, ich glaube seine Tochter hat da was zu geschrieben, aber ich glaube er auch. Und komplett lost, der Typ. Jetzt sage ich schon komplett lost, obwohl er marktwirtschaftlicher ist als alle anderen in der deutschen Politik, aber er ist halt ja, er einfach, ist ja auch nicht wirklich halt in der deutschen Boomer. Politik. Er ist ja direkt wieder aus der Werteunion ausgetreten. Ja. Nee, er war ja nie drin in der Werteunion, also nicht in der Partei. Achso, war er nie drin, okay. Er wurde ja nicht eingeladen zur Parteigründung. Er war nur im Verein, nicht in der Partei. Mhm. Nee, also keine Ahnung. Der soll sich auf Ökonomie konzentrieren, da hat er Ahnung von, diesen gesellschaftlichen Scheiß einfach lassen. Dafür ist er zu viel Boomer, dafür hat er zu wenig Ahnung von nix oder von allem. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sag ich da. Was will ich? Genau. Das ist interessant. Wirtschaft, einkaufen ohne Kassen. Hinter Amazons KI steckten tausende Inder. Also nicht künstliche Intelligenz, sondern ja, tatsächlich existierende Inder. Amazon zieht bei seiner angeblich revolutionären Supermarkttechnologie die Reißleine. Zusätzlich zu einer KI sollten mehr als 1000 manuelle Prüfer in Indien einen Einkauf ohne Kassen ermöglicht haben. Nun setzt der Konzern auf vernetzte Einkaufswagen als Alternative. Ja, das Versprechen klang verlockend. Einkaufen ohne lästiges Anstehen und Aus- und Einräumen an der Kasse. Das sollte laut dem Handelsriesen Amazon in dessen US-Supermärkten eine ausgefeilte Technik ermöglicht haben. Zur Einführung sprach der Konzern damals von einer weltweit fortschrittlichen Einkaufstechnologie. Kameras und andere Sensoren wie Wagen in den Regalböden registrierten, wer welche Waren mitgenommen hat. Der Preis wird nachträglich per App abgebucht, zumindest in der Theorie. Doch so ganz automatisiert ist der Einkauf in einem Amazon-Supermarkt dann doch nicht. Nach Informationen von The Information sollen zusätzlich zu der künstliche Intelligenz sind Wagen im Regal jetzt auch nicht, aber ist ja egal.
ich verstehe das Intelligenz mehr als 1000 Menschen in Indien dafür angestellt worden sein, sich die Aufnahmen anzusehen und die Einkäufe manuell zu bearbeiten. Kassierer gab es demzufolge schon, nur eben nicht vor Ort in den jeweiligen Supermärkten. Nach Informationen des Portals mussten 2022 rund 700 von 1000 Einkäufen auf diese Art überwacht werden, weil das System mit Andrang überfordert war. Ja. Was ich aber nicht verstehe, ist eigentlich noch ganz einfach. Du knallst da einfach RFID-Chips dran und wenn die rausgehen, wenn die halt einfach gescannt, dann ist gut. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. So ein Tag kostet halt ein bisschen was. Ich verstehe das Problem wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wozu man da eine KI braucht. Der RFID-Tag ist verknüpft mit der Ware, die Ware ist verknüpft mit dem Preis. Du hast deinen Account, wenn du reingehst. Ja, aber das günstiger ist wahrscheinlich einfach, wenn du halt Kameras installierst. Du hast ein KI-Modell. Ja, vielleicht, aber also ich könnte das hier Amazon, wenn ihr wollt, ich verkaufe euch die Idee für 500 Millionen. Ich könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass sie diese Daten, also was die da ausgewählt haben und dann die entsprechenden Videos dazu, dass sie die halt benutzen könnten, um die KI zu trainieren, die das machen soll. Dann wird das auch Sinn ergeben, warum man das macht. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn man die KI. Ja, klar, man muss die KI auch erstmal trainieren. Ja, als nächstes bitte für alle, die. Ihr wisst ja, es kommt das Phallus-Symbol. Ne? Da sehen wir es. Oh mein Gott. Oh. Ein Spargel, der aus dem Boden sticht, wie ein erigiertes Lied. Ist diese Frau dort, ist das Margarete Stokowski? Weil die ist auch Polin. Ach so, lol. Ja, aber schauen wir uns doch das Video hier mal an. Der Kommentar war von B. Haglich mit drei Pfeilen nach links unten, was, glaube ich, irgendwie gegen Strasserismus, gegen weiß ich nicht was und gegen Nationalsozialismus, glaube ich, sogar bedeuten soll. Ja, gucken wir uns doch mal an. Der Kommentar war geil, wieder billige ArbeiterInnen aus Südosteuropa ausbeuten. Ja, also Spargelsaison, ja. Dann sehen wir uns den Beitrag mal kurz an. Wo wahrscheinlich wieder nicht gesprochen wird. Spargel sind so früher als gewöhnlich. Der Spargel wird von der Spargelkönigin gestochen. Und sie hat erfolgreich den Spargel aus dem Boden geholt. Herzlichen Glückwunsch. Aber was würdet ihr sagen? Ist die Spargelkönigin schöner als Miss Germany oder weniger? Ja. Ja, also da keine Diskussion. Also Spargelkönigin größer Miss Germany, würde ich sagen. Ja. Ist zwar auch nicht ganz hübsch, aber ist schon gut. Also wir können ja mal über diesen Take reden, den sie da gemacht hat. Also ne, ist ja bekannt, es kommen zur Spargelsaison Arbeiter aus dem Ausland hierher, um hier Geld zu verdienen. Jetzt ist Bayern. Ja ihr Take, dass wir die irgendwie ausbeuten täten. Also wir vor sein allem. Take. Ne? He, him, sein Take. Ach so, sein Take. Ah, okay. Ja. He, him. Ach so, wegen der Rose war ich jetzt, gut, er ist Sozialdemokrat. Ich dachte wegen der Rose und wegen den Emojis, die er benutzt, dass er irgendwie eine Frau ist. Okay, ist egal. Jedenfalls, ja, man sagt ja, wir beuten die aus, ja. Aber was ist denn die Alternative? Ich meine, warum kommen die denn hier nach Deutschland? Wir müssen ja mal nach den Gründen fragen, warum die nach Deutschland zur Spargelernte kommen. Wahrscheinlich, weil sie sich davon mehr erhoffen, als wenn sie in ihrem Heimatland bleiben und dort arbeiten, oder? Ja, also, weil es ihre beste Option ist. Ja, es ist ihre beste Option. Es ist wieder eine Win-Win-Situation, sowohl für die Spargelbauern als auch für die Erntehelfer. Und was machen Sozialisten? Win-Win-Situationen verbieten. Also am besten verbieten, dass die kommen oder denen noch mehr Geld in den Rachen werfen, damit wird der Spargel teurer oder der Bauer sagt, nee, dann baue ich halt keinen Spargel mehr an. Wir greifen wieder in den Markt ein, wir erhöhen die Preise und dann ist doch wieder alles gut. Oder wir verbieten, dass sie kommen. Also großartig. Aber das wären aber Grenzkontrollen wieder notwendig und das wäre ja Nazi. Lass uns doch Win-Win-Situationen verbieten, liebe Sozialisten. Ich finde das immer geil. Ich finde das immer geil. Also, die sind die Arbeiterpartei. Ne? Die sagen, nee, jetzt kommen hier die Ausländer und dann stechen hier den Spargel und dann nehmen die das Geld mit nach Hause.
Eigentlich sind das Nazis. Ja, es ist ja keine wirkliche Arbeiterpartei mehr. Ich würde eher sagen, das ist die Kleinbürgerpartei, die SPD. Die Kleinbürgerpartei? Wie definiert man den Kleinbürger? Ich bin auch halt irgendwelche Leute, ja, die Bürojob machen und unter 1,70 Meter sind. Genau. So. Und kurz am Hemden tragen. Kurz am Hemden tragen, genau. Mit ihrem Honda Civic nach Hause fahren. Ja. Bei Toyota Corolla. Ja, Grüße gehen raus an Lisa Mün, die Spargelkönigin. Du bist hübscher als Miss Germany. Grüße gehen raus. Das war eine Bewerbung von Unbasiert für... Das war Simping. Sexy Time. Ich wollte eigentlich noch sagen, ja, ist ja eigentlich auch nicht schwer, hübscher als die Miss Germany zu sein, aber das wäre ja dann wieder Mobbing. Ja. Kommen wir in die Verschwörungstheorien, die wahr geworden sind. Jawohl. Es geht um Denkverbote. Die libertäre deutsche Jugend, Grüße gehen raus an, schreibt auf der Plattform X, ehemals Twitter, ich muss das auch sagen, Venezuela mit einem neuen tyrannischen Gesetz, Nancy Faeser hat sicher ein neues Vorbild. Artikel 4, neoliberales und konservatives Denken ist im ganzen Land verboten. Artikel 9, diejenigen, die dem Image der Regierung schaden, bekommen eine vollständige Zensur in sozialen Medien. Artikel 12. Alle Arten friedlicher Versammlungen und Demonstrationen gegen die Regierung sind verboten. Das heißt, aber da steht friedliche Versammlung, das heißt, gewaltsam ist okay. Achso, gewaltsam sind okay. Artikel 14 bis 17. Vollständige Auflösung der Zivilgesellschaft, Denkfabriken und politischen Parteien, die das Regime als faschistisch ansieht, sind verboten. Artikel 18. Es wird eine hohe Kommission gegen Faschismus, die Opposition, geschaffen, die von chauvinistischen Militanten geführt wird und die Zivilgesellschaft beurteilen soll. Jeder, der sich nicht an alle der 30 von der Diktatur vorgestellten Artikel hält, wird mit 6 bis 12 Jahren Gefängnis bestraft. Ja, geil. Ja, sehr gut. Also, du darfst ein faschistisches Regime nicht faschistisch nennen, sonst sperren sie dich einfach 6 bis 12 Jahre ein. Was ein Wunder. Machen die es halt wie Nazi-Deutschland und sagen einfach schutzhaft. Ja, das sind die Kommis und die sagen ja, dass alle anderen die Faschisten sind. Die sind die Antifaschisten. Deswegen machen sie genau das, was die Faschisten auch machen. Ja. Es ist irgendwie immer erstaunlich. Eigentlich ist es nicht erstaunlich. Eigentlich, es ist halt immer das gleiche Programm. Es ist immer das gleiche Programm. Kommen die Kommis an die Macht oder die Sozialisten? Immer das gleiche Programm. Redeverbote, Kritikverbote, Einschränkungen der Wirtschaft ohne Ende. Dann kommt irgendein Ideologieprojekt, das gegen die Wand gefahren wird. Großartig. Es ist immer das gleiche Programm. Verarmung, Hunger, Elend, immer das gleiche Programm. Und sie raffen es immer noch nicht. Ich verstehe nicht, ohne Spaß, manchmal denke ich mir, ich bin ein grandioser Narzisst, wenn ich mir denke, so, ey, wenn ich das blick, dann könnt ihr alle, ihr 84 Millionen da draußen, das auch blicken. Aber keine Ahnung, vielleicht sind wir doch einfach irgendwie besonders. Furchtbar. Egal. Mehr dazu? Nein. Nee, wir kommen in den Paulanergarten. Oh, sehr schön. Danke für den Hinweis. Im Paulanergarten gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Zwei-Zimmer-Wohnung aufgeschaltet, über 500 Anfragen. Alle Menschen mit Job rausgekickt. Und an eine nette, alleinerziehende Berufsaktivistin mit 4 Kindern und 3 Vätern vermietet. Einfach mal ein soziales Zeichen setzen. So wichtig. Ja. Starting and brave. Oder wie hier unten geschrieben wird, Ehrenvermieter. Ey Junge, und das ist auch der Grund, warum Sozialisten keine guten Unternehmer sind. Ja, aber die scheißen auf Profit, weißt du. Aber das war ja ein Gag. Also ja, toll. Oh Mann, die machen lieber Verlust und holen sich irgendwie hohe Risiken ins Haus und so, statt Profit zu machen. Wie dem auch sei. Aber schöner Paulaner. Ja, next kommen wir zu Snickling. Snickling hat ein Video veröffentlicht, das aussieht wie die Tagesschau.
Wir hören rein. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor lebensgefährlichen Temperaturen bundesweit an diesem Wochenende. Experten zufolge könnte das Thermometer in einigen Regionen auf bis zu, das kann doch nicht wahr sein, auf bis zu 23 Grad Celsius steigen. Das letzte Mal wurden solche Temperaturen im April vor circa 42 Millionen Jahren. Vor 42,3 Millionen Jahren gemessen. Verantwortlich hierfür sind offenbar Strahlungen des Planeten Destructor 8b, in rechtsextremen Kreisen auch verharmlosend als Sonne bezeichnet. Die Bundeswehr empfiehlt allen BundesbürgerInnen unbedingt zu Hause zu bleiben. Sollten Sie in Notfällen doch das Haus verlassen, so der Sprecher der Bundeswehr, dann bitte nur mit Strahlenschutzanzug und Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 1 Million. Doch dies ist offenbar nur der Anfang eines sogenannten Höllensommers. Mehr dazu von Bundeswehrgeneral Horst Michelsen. Wir haben erst April und rechnen mit bis zu 23 Grad. Wenn das so weitergeht, dann könnten die Temperaturen im Hochsommer bis zu 34 Grad erreichen. Wir erwarten eine Welle von panischen Bürgerinnen und Bürgern, die in diesem Fall der Fälle sogenanntes Aqua-Escaping betreiben, also ins Wasser springen oder das Innere ihres überhitzten Körpers mit EIS, Erfrischungsimpuls-Sorbets, reparieren müssen. Es gilt nach wie vor allerhöchste Alarmbereitschaft. Die Luftwaffe der Bundeswehr bereitet sich zurzeit auf einen militärischen Erstschlag gegen den Planeten Destructor 8b vor. So der Bundeswehrgeneral Horst Michelsen. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Bitte seien Sie vorsichtig. Es besteht Lebensgefahr. Der Verfassungsschutz warnt vor der Lektüre der meta-extremen Satirezeitschrift Die Neue Willi. Die Willi hat, was mir gefällt. Ich hab mir die Willi. Ich finde das immer großartig. Ja, ja, also der Planet Destructor 8b sorgt auch für 29 bis 30 Grad die nächsten Tage hier ja. Bei uns. Oh je, oh je. Hast du eigentlich guten Blick auf die Sonnenfinsternis? Oh ja, morgen, ne? Morgen ist ja. Soweit. Ich weiß gar nicht, ja, die zieht hier direkt drüber, also direkt bei uns. Ja, geil. Ich weiß gar nicht, wann die genau sein soll. Warte mal. Über Force Worth? Ja. Geil. Zieht direkt ja, aber zieht ein bisschen besser über Dallas noch, weil hier ist nur die Ausläufer. Sonnenfinsternis, Fort Worth, hat mir gesagt, können wir mal gucken, wann die genau. Da gibt es ja auch wieder die wildesten Verschwörungstheorien, ne? Ja, ich habe auch eine wilde Verschwörungstheorie. Junge. Ja, warum hat der General hier österreichisch gesprochen? Das ist eine gute Frage. Wir haben immer. Warum fragt man überhaupt den Österreicher General? Österreicher in der deutschen Armee. Warum fragt man überhaupt einen General wegen dem Wetter? Also? Oh, ich habe eine Verschwörungstheorie gefunden. Wegen dem Erstschlag gegen Destructor 8b. Ja, stimmt. Oh, ich hab übrigens, ja, also zu deiner Frage als allererstes Mal, weil Deutsche immer gerne österreichische Oberbefehlshaber der Streitkräfte haben. Lol. Und ich habe gerade eine Verschwörungstheorie gefunden zur amerikanischen Sonnenfinsternis. Ja. Alter, ist es ein Zufall, dass die große amerikanische Sonnenfinsternis im Jahr 2024 am Eagle Pass, Texas, in die USA eintritt? Weil genau da, wo diese großen Grenzübergänge sind, genau da ist auch Sonnenfinsternis. Nee. Aha. Oho. Das weißt du, was das bedeutet? Das Kartell hat die Sonne dunkel gemacht, damit sie Leute rüber schleppen können hier. Ich wusste schon immer. Ja. Ja, da gibt es auch noch andere. Das ist wild. Geil. Die legen alles auf dieses Datum jetzt zusammen oder alles, was an diesem Datum passieren soll, und das hat alles mit der Sonnenfinsternis zu tun. Musst du mal wieder auf Telegram gucken, Alter, die Verschwörungstheoretiker, Junge, da glüht der Aluhut wieder, ey. Komm, mach mal eine. Hau mal eine raus zumindest. Ja, da muss ich jetzt auf Telegram gehen, Alter. Ach komm, mach schnell. Ich guck gerade mal nach Solar Eclipse. Da müssen wir aber jetzt die Leute unterhalten, während ich suche hier. Ja, ich gucke nebenher nach Solar Eclipse, wann die genau ist, weil ich weiß es nicht. Welche Uhrzeit? Angeblich wäre da Arbeitszeit. Total Solar Eclipse over Texas on April 8th. Okay, sie wird. Also erstmal Line Media, ja, da sieht man schon mal, dass die Freiheitsstatue vom Blitz getroffen wird. Ja. Oh ja. Das wurde sie wahrscheinlich schon 1 Million Mal oder öfter. Ja.
Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Der hat halt ein ganzes Video darüber gemacht, was wird geschehen zur Sonnenfinsternis und irgendwas mit Trump und ich weiß es nicht. Das ist halt alles komplett wieder an den Haaren herbeigezogen. Okay, um 13 Uhr 41 und 48 Sekunden wird wohl in der Dallas-Fort Worth Metroplex passieren. Und wenn ihr gerade zuschaut, dann smash den Like-Button für den Algorithmus und abonniert und macht die Glocke an, ja. Ja, was sagt denn der Chat hat auch noch nichts zu schreiben hier. Mal ein bisschen Chat-Interaktion. DM-Chat. Ja, jetzt finde ich natürlich nichts auf die Schnelle. Hier, im Chat wurde auch noch geschrieben, Kral meinte, dass Bots seine Reichweite reduzieren und als die Bots weg waren, meinte er, dass seine Follower abgenommen haben. Twitter hat sich gegen ihn verschworen. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Das ist auch so behindert. Weißt du, ey, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er auch die Corona-Zahlen modelliert hat. Weil er schreibt einfach so, ja, ich hatte die ganze Zeit 500 neue Follower am Tag und jetzt habe ich nur noch weniger. Denkt ihr, das wäre jetzt ein lineares Wachstum oder was? Oder ein exponentielles Wachstum oder was? Was denkt der Typ sich? Ja, irgendwann ist mal die Reichweite erschöpft. Irgendwann will einen keiner mehr sehen. Besonders nicht, wenn man dann irgendwelche komischen Boomer-Sachen raushaut und Verschwörungstheorien von wegen Twitter schränkt meine Reichweite ein und so eine Scheiße. Junge, ey. Nee, aber keine Ahnung. Also ihr das Line-Media-Video, das habe ich irgendwie so im Halbschlaf gesehen und da war halt irgendwie Verschwörungstheorien dabei. Aber immerhin die Line-Media-Anhänger sind der Meinung, dass nichts Schlimmes passieren wird. Also 77%, er hat seinen Anhänger gefragt, wird am 8. April etwas Größeres passieren, Blackout, Erdbeben etc. Es gab doch erst ein Erdbeben in New Jersey, da kommen wir noch zu, ja, sorry. Ja, und 23% haben Ja gesagt und 77% haben Nein gesagt. Also die Leute, die ihm folgen, sind scheinbar nicht so verschwörungstheoretisch unterwegs wie er selbst. Vor allem, wie wollen die denn der Sonnenfinsternis faken? Weil einmal komplett über die USA Israel oder? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Pläne für einen dritten Tempel werden veröffentlicht und keine Ahnung, zur Sonnenfinsternis und bla und ey, das ist eine Schwurbelscheiße, das kannst du dir echt nicht geben, ey, wirklich nicht. Oh Gott, jetzt werde ich hier erwähnt im Discord. Oh oh. Augen auf Medienanalyse, Video Translate, was ist das? Wichtigste Ereignisse rund um die Sonnenfinsternis am 8. April. Keine Ahnung, sollen wir da mal reingucken? Ich weiß nicht, wie lang das Video hier geht. Start 315 hat er hier auch hingemacht. Wir wurden gefragt, seit wann wir wieder auf YouTube streamen. Stelle heute. Wo einst der Tempel stand. Aber etwas anderes steht jetzt auf seinem Platz. Genau, irgendwas mit dem dritten Tempel und so eine Scheiße, weißt du? Und ihr Diegel, das ist, die haben ja auch vor Corona, haben die ja irgendwie vorausgesagt, dass nach Corona irgendwie die Weltbevölkerung halbiert wird und so ein Scheiß. Und die hängen sich immer noch an dieser Scheiße auf, diese QAnon-Leute, ne? Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die beschäftigen sich mit einem Kack. Ich meine, gut, ich gucke mir auch ständig immer wieder Verschwörungstheorien an, aber. Wenn sie sich mit dem beschäftigen würden, dann wären sie ja keine QAnon-Anhänger, weil dann hätten sie halt gesehen, so, okay, den ersten Post, den er gemacht hat, so, der ist halt einfach nicht mal wahr gewesen. Oh ja, da kommt hier mal die Astrologie. Kannst und du nochmal auf, noch auf diese Amerika-Karte zurückgehen? Ja. Gerade eben. Da siehst du sozusagen, da, wenn Force Versus da auf dem schwarzen Balken. Ja, also die aktuelle Sonnenfinsternis ist die von ja, die hier, oben ja, wegzieht, weil das die linke und die da drüber, die waren irgendwann 2017 und 2023 oder sowas. Was sagen eigentlich die Flacherdler, dass man die Sonnenfinsternis nicht überall sieht? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Das würde ich auch gerne mal wissen, was die Flacherdler dazu sagen. Ja. Warum kann ich den Fort Worth sehen und den Amarillo nicht, obwohl es genau flach ist? Das kann doch nicht sein. War merkwürdig, ne? Ja. Ja. Planet ja, ist schön. Auch so ein geiles Thema. Warte mal, schreibt YouTube noch. Seit wann wieder auf YouTube? Achso, ja, hatten wir schon. Ja, seit heute quasi. Anweisung unklar. Beim Versuch, der Like-Button zu smashen, ne, habe ich aus Versehen den. Da ist ein Herz davor. Denn sie, ja, das war wieder so richtig geile User-Freundlichkeit hier. Oh, pass auf, nicht, dass du wieder hier. Ja, ich nehme mir einfach den Link wieder hier raus. All deine Freunde doxst. Wir sind in Neues von Kult, ne?
Wir sind im Kult, ja. Und erstmal haben wir schlechte Nachrichten für den Kult. Wenn du es geladen hast. Aber warte mal, wir waren vorher bei Snicklink, oder? Nee. Ja, ja, wir waren bei Snicklink. Ah, okay. Ja. Ah, alles klar. Ja. Ich musste mich hier nur wieder akklimatisieren. Bescheuerte Aussage, ey. Ja, was haben wir denn hier? Ermittlungen gegen Lastenradhersteller. Bei hunderten Rädern der Marke Babo waren die Rahmen gebrochen. Das ist das, was bei den Klimakommis sehr, sehr bekannt und beliebt ist. Rahmen brechen? Oder Lastenräder? Lastenräder. Nee, die Marke, die Babo-Marke da. Ja gut, da kann jetzt das Lastenrad per se nichts für, ne? Also... Können aber queer-feministische... Also, gibt auch genug China-Billigräder, wo dir die Rahmen brechen, wenn du das zu sehr belastest. Also, ja, aber die hocken dann auch immer da ihre Kinder rein. Das habe ich schon häufiger gesehen. Stimmt, ja. Und fahren dann so mit den Kindern voraus sozusagen rum, ey. 50 km/h durch die Stadt. Kennen kein Stoppschild, kennen nix. Ja. Müssen Autos immer rechts überholen. Ah, großartig. Mit den Kindern drin. Ich liebe die Fahrradfahrer-Bubble. Junge, diese Kamikaze-Radfahrer da auf Twitter könnten mir ja eigentlich egal sein, aber wenn die nicht halt ständig fremdes Eigentum beschädigen würden oder ihre Kinder in Gefahr bringen würden, könnte ich da vielleicht sogar sagen, scheiß auf die. Aber die gefährden halt ständig, nicht nur sich, die gefährden halt ständig auch andere Leute. Das ist furchtbar. Und sagen dann motorisierte Gewalt und so, ne? Was ist eigentlich so ein Elektromotor? Ist das auch ein Motor? Ist das auch motorisierte Gewalt, wenn du mit 40 km/h in die Seite von einem Auto reinfährst, obwohl du hättest bremsen können? Ist das auch Gewalt? Nee. Ja, das ist motorisierte Gewalt, wenn du das mit so einem biologischen Motor machst. Namens Beine und einem Fahrrad. Als Fußgänger sage ich, ja, Fahrräder verbieten. Fahrräder verbieten. Richtig libertäre Position. So, der nächste ist Englisch und ich will nicht schon wieder zu viel labern hier. Embarking on a 6-hour car ride with someone who takes zero COVID precautions, chilling in the backseat with this respirator and trying to keep the CO2 under 1000 parts per minute. Wish me luck. Per million. Per minute, lol. Und man sieht diese verwirrte Dame mit so einer riesigen Maske mit zwei Filtern, die so komplett über die Augen drüber geht. Stell dir mal vor, du bist Uber-Fahrer und dann steigt einer ein und die zieht sich diese Maske erstmal auf. Ich würde die rausschmeißen sofort. Ich würde sagen, ich fahre keine geistig Behinderten durch die Gegend. Ohne Spaß. Ah, falls ihr übrigens mal meinen geistig Behinderten-Rant hören wollt. Nein, es geht nicht um geistig Behinderte, doch es geht um die Schlomo-Bubble und Kaspar und so und überhaupt AfD-Bubble. Ich habe einen kleinen Rant abgehalten in meinem Telegram-Kanal. T.me/unbasierter. Schamlose Eigenwerbung. Unbasierter Kanal. Da habe ich so einen kleinen Rant drüber abgehalten am Samstag war das, glaube ich. Weil ich hatte mir ein Gespräch zwischen Frank Franz, also dem NPDler, die heißt ja jetzt Die Heimat, und Schlomo angeguckt. Und da fingen die an mit, ich bin ja eigentlich liberal, aber wenn es dann um diese LGBTQ-Kacke geht, ja, da muss man dann da was dagegen tun. Und dies und das und bla und Ausländer und Migration und bla, hast du nicht gesehen. Ich fasse es kurz jetzt hier. Ihr könnt euch den gesamten Rant anhören, der geht einmal 5+3+7 Minuten oder so. Ich musste immer noch nachtragen. Ich bin nachtragend. Diese Position, die vertreten, die Linken vertreten mit ihrer Migrationspolitik, die ist ja überhaupt nicht liberal, weil die auf einem autoritären Grundprinzip basiert, und zwar aus der Ausraubung von Menschen. Also die rauben erst Menschen aus, geben das dann irgendwelchen Leuten und framen das als liberale Politik. Und die Schlomo-Bubble und die Rechten, die übernehmen dieses Framing, als ob das was Liberales sei. Das ist geisteskrank. LGBTQ-Kindergärten finanzieren. Oder, gut, Kindergärten kann man immer noch selber entscheiden, ob man seine Kinder dahin schickt oder nicht. Aber in Schulen zum Beispiel kann ich als Elternteil nicht mehr entscheiden, schicke ich mein Kind dahin oder nicht. Da gibt's einen Anwesenheitszwang.
das ist nicht liberal, das ist keine liberale Position. So, und wer da mehr zu hören will, wie gesagt, ich habe richtig abgekürzt in meinem Telegram-Kanal, findet ihr auch ohne Link, unbasierter Kanal oder sowas. Vielleicht mache ich demnächst sowas mal öfter, dass ich einfach nur ins Handy schreie oder so, keine Ahnung, wenn mich irgendwas abfuckt. Aber das ist halt so dumm. Also die tun so, als ob das eine liberale Position sei, was gerade passiert. Nee, ist es eben nicht. Würden wir in einem liberalen Staat leben, beziehungsweise ein liberaler Staat gibt es ja nicht, aber würden wir in einer liberalen Gesellschaft leben, dann kannst du nicht 1 Million Schwarzafrikaner hierher holen und komplett durchalimentieren. Klar, du kannst es machen, wenn du privat Spenden sammelst. Aber dann irgendwann gehen dir die Spenden aus. So, und dann müssen die Leute halt gucken, was sie machen. So, und ja, der Staat bedient sich einfach weiter und weiter und weiter und raubt die Leute aus und kann das den ganzen Scheiß dadurch ja erst finanzieren. Das raffen die Rechten nicht. Das ist ein bisschen so, wie die Kommunisten, die immer sagen, oh, der Kapitalismus ist schuld. Ja. Die projizieren da alles drauf, obwohl das ja nicht das Problem ist, sondern der Staatskapitalismus. Genauso wie das Problem dieser Staatsliberalismus ist. Ja, ja, der ja gar nicht liberal ist. Alles, was die angeblich an liberalen Sachen finanzieren, ist ja von Raubgeld finanziert. Das heißt, das ist ja schon mal autoritär angeeignet. Wie kann daraus was Liberales entstehen? Das sollen die mir erklären. Ich denke, man nennt das halt so, weil es halt liberaler ist als das, was davor war. Also für mich ist das nicht liberaler. Also wenn ich jetzt sage, ich mache die Grenzen zu für Ausländer oder ich mache die auf und alimentiere jeden, ist es für mich persönlich weniger liberal, wenn sie die Grenzen aufmachen und jeden alimentieren, weil ich muss den Scheiß bezahlen. Ich bin tatsächlich leidtragendes Opfer. Ich muss meine Steuern dafür bezahlen. Ist überhaupt nicht liberal. Steuern zahlst du ja so oder so. Ja, man kann sich nicht gegen alle wehren, leider. Aber, ja, keine Ahnung, hört euch den Rant einfach an. Ich will das nicht zu lange aufblasen hier. War noch, glaube ich, noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, Drogenhandel mit Negern im Park oder so habe ich auch noch erwähnt. Ich habe wirklich dieses Wort verwendet. Nun ja. Förderer Transverband will Vagina in Fickloch umbenennen. Ein Schweizer LGBT-Verband bezeichnet weibliche Geschlechtsorgane als Fuck or Frontholes. Der Dachverband wird auch vom Schweizer Steuerzahler finanziert. Der deutsche Botschafter lobte die Initiative. Freut euch auch, wenn ihr endlich nach Fickloch sagen könnt? Also ja, ich hätte immer Fickloch gesagt eigentlich, weiß gar nicht, was das ist. Aber jetzt mal so eine biologische Frau, die hat ja 3 Ficklöcher. Wenn man die Ohren- und Nasenlöcher dazu nimmt, noch mehr. Also ja, aber da muss er schon klein sein. Ja, nee, aber es ist ja, also Fronthole macht ja noch mehr Sinn als Fickloch, weil ja, der Mund ist ja auch ein Arschloch, kann ja auch ein Fickloch sein. Also wovon reden die schon wieder? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Nicht mal in deren Frame macht es Sinn. Was ist eigentlich das Problem mit Vagina jetzt? Ich weiß es nicht. Einfach nur der lateinische Terminus oder griechisch für. Ja, keine Ahnung, weil man vielleicht, wobei im Medizinischen nennt man ja einen abgeschnittenen und nach innen gestülpten Penis auch Neovagina. Also, warum nicht einfach beim Begriff Vagina bleiben? Ich verstehe es nicht. Genauso soll ja auch der Schambereich oder die Schambehaarung oder sowas soll jetzt nicht mehr so heißen, weil man soll sich ja nicht dafür schämen. Ja, denkst du. Also, wenn deine Mulle untenrum voll behaart ist, sollst du dich schon dafür schämen, sei klar. Ja, kommt auch wieder auf die. Also, Referenz hier an. Steht einige, Zitat, einige Transmänner bezeichnen ihre Vulva als Fuck- oder Fronthole. Damit geben sie der Vulva eine neue Bedeutung, welche mehr auf die gewünschte Funktion hinweist. Heißt es in der Erklärung, das Frausein werde gesellschaftlich auch mit dem Vorhandensein einer Vulva assoziiert. Daher drücken Transmänner durch die Umbenennung der Vulva zum Front- oder Fuckhole aus, dass sie ein Mann sind und eben keine Frau. Das Schöne ist ja, selbst wenn die jetzt sagen, ja okay, in öffentlichen Dokumenten nennen wir das jetzt einfach Fuckhole, uns doch egal, ja, aber die meisten Leute werden es nicht machen. Können wir das nicht einfach? Die meisten Leute werden es weiter Vulva und Vagina nennen und. Können wir das nicht einfach bei Trans, Männern, die sich Frauenkleider anziehen, eigentlich eingewachsener Penis nennen? Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, was ist eigentlich deren fucking Problem, ey?
Was ist eigentlich deren fucking Problem? Ich meine, ihr wart mal Männer und seid jetzt Frauen. Okay, da können wir uns von mir aus drauf einigen. Obwohl es auch geisteskrank ist. Obwohl es auch geisteskrank ist. Aber, oder Transfrauen seid ihr. So, was ist denn jetzt das Problem? Euch gefällt der Name nicht. Ja, toll. Dann weiß ich nicht. Gebt euch doch selbst einen anderen Namen, aber zwingt doch nicht andere Leute dazu, euren Namen zu übernehmen. Ich meine, heilige Scheiße, ich erwarte ja auch nicht, dass mich jeder als Sascha der Größte anspricht oder so eine Scheiße. Also, was ist das für einen fucking Größenwahn, den diese Leute haben? Alles umbenennen zu müssen, weil denen irgendwas wieder nicht passt, weil irgendwelche Gefühle verletzt sind. Wisst ihr, wie oft meine Gefühle verletzt sind? Jedes Mal, wenn irgendjemand, irgendein Spasti wieder irgendwas von Kommunismus, Sozialismus und sonst was schreibt, wo ich mir denke, ihr seid geistig behindert. Da geht auch was in mir los. Da werde ich auch wütend. Sollen wir jetzt da auch irgendwelche Begriffe wild umbenennen? Sollen wir Sozialismus jetzt Sklaverei nennen? Können wir gerne machen. Sascha der Größte, beruhig dich. Ja, Sascha der Größte. Vielleicht jetzt dann gerade. Meine Fresse, ey. Nee, da raste ich aus. Ich habe aber jetzt schon 3 Bier drin. Tut mir leid, ich bin schon wieder voll. Nee, aber ey. Also 3033er, nicht 305er, für alle, die Fragen haben. Ey, Junge, mich fuckt das so ab. So, nennt eure Ficklöcher doch, wie ihr wollt. Heilige Scheiße, dann nenn ich meinen Schwanz auch, keine Ahnung, Big Herbert. Bad Horse oder so. Nenn ihn Herbert. Ich finde, Herbert ist ein toller Name für dein Geschlecht. Soll doch jeder seine Geschlechtsteile nennen, wie er will. Ich meine, das machen die Feministen doch auch ständig. Die nennen ihre Joni und Luise und weiß nicht, Brunhilde und. Also ich probiere es nächstes Wochenende mal aus und frag mal, ob ich ins Fuckhole rein darf. Ich sage euch Bescheid, wie es gelaufen ist. Überreiz es nicht. Nicht, dass sie dich für einen Feministen hält. Aber echt jetzt, ohne Spaß. Ja, von mir aus nennt eure Scheiße, wie ihr wollt. Zwingt mich nur nicht dazu. Ist mir egal. Von mir aus, keine Ahnung, sprechen sie demnächst in der Tagesshow von, keine Ahnung, Ficklöchern und so. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich riech mich halt nur drüber auf. Das kann es mir eigentlich nicht egal sein, aber ich find's halt einfach nur so absurd. So, und jetzt ist wieder Englisch, jetzt dürft ihr wieder nach meinem Ausraster hier. Okay, ich übersetze jetzt mal richtig schlecht. Brechend. J.K. Rowling schreibt: Ich hoffe, jede Frau in Schottland, die wünscht, okay, to speak up, dagegen anzusprechen, ich mach's auf Englisch, ist egal. I hope every woman in Scotland who wishes to speak up for the reality and importance of biological sex will be reassured by this announcement, and I trust that all women, irrespective of profile or financial means, will be treated equally under the law. Sie hat nämlich, wurde angezeigt, in Schottland wegen Hasssprech, weil sie böse Hasssprech gegen die Männer in Frauenkleidern gesprochen hat. Und sie wurde freigesprochen. Ja. Und sie hofft, dass das für jede Frau in Schottland ebenso gilt, auch wenn die nicht reich. Ich meine, ich muss dazu jetzt nochmal so, um den lieben Friedens so irgendwie zu wahren, muss ich schon sagen. Ja, man muss jetzt Trans-Leute nicht ständig provozieren. Ich habe kein Problem damit, wenn man Georg Kellermann provoziert und den Typen von den Grünen. Weil diese Leute sind in Herrschaftsposition. Oder zumindest mal in herrschaftsnahen Positionen für Georg Kellermann. So, und da bin ich auch dabei, dass man den auch fronten darf. Aber keine Ahnung, jetzt irgendwie random zwei Transen, die Händchen halten, auf der Straße anzupöbeln, finde ich halt scheiße. Sollte man nicht tun. Ja. Muss ich jetzt leider ehrlich mal sagen. Ja, true. Und auch nicht auf Twitter anpöbeln oder so. Ey, da muss ich jetzt hier mal in die Karre fahren. Warum hängst du dich an dieser Maria oder wie die heißt auf? Das eine war noch lustig, weil die kann offensichtlich nicht kochen. Ja, also da gibt's kein Koch-Maxing, kein Trans-Maxing beim Kochen. Das sehe ich auch.
Aber man muss die halt nicht ständig beleidigen. So, keine Ahnung. Was für eine Maria? Wo hab ich die denn beleidigt? Mach mal auf. Ja, jetzt muss ich auf den Jungbrutal-Marktradikal-Account gehen. Gut, dass ich den hier gerade vor kurzem gesucht habe. Hab ich die denn beleidigt? Ja, nee, ich finde das ein bisschen, also hier, das fand ich noch lustig, @unbasiert, Transmaxing gilt nicht fürs Kochen, weil das sieht echt scheiße aus und warum guckt die Person eigentlich Pete's Meat? Auf jeden Fall, ja, da. Hä? Hast du es gelöscht? Ich habe gar nichts gelöscht. Du meinst es mit dem Herrenhaarschnitt? Ja, genau. Ach, da ist es ja. Ja. Zahlst du denn den Herrenhaarschnitt? Ist billiger. Ja, das war auch nur. Ich meine, ja, es ist irgendwie lustig, aber. Keine Ahnung. Hallo? Hat ein die Mann Frau geht zum Friseur? Getan, oder okay. Der Mann? Ich habe mir gar nichts getan. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, ein Mann geht zum Friseur und zahlt den Frauenpreis. Der Witz könnte auch über mich sein. Ich hab doch ganz normal, ich habe ihr Financial Aid gegeben, sozusagen. Ihr gesagt, wie sie Geld sparen kann beim Friseur das nächste Mal. Einfach hingehen, Herrenhaarschnitt. Ja, also das ist halt schon eine Provokation so. Keine Ahnung, wenn die dir nichts getan hat. Ich weiß nicht, plädiert die für den Kommunismus, dann ist ja wieder okay. Dann kann man sie wieder beleidigen, aber. Die ist trans und hat ihre She-Her-Pronomen in der Bio. Natürlich ist die kommunistisch. Ja, aber guck mal, sie propagiert die nicht auf Twitter so. Lass die doch in Ruhe, ey. Aber ey, kochen kann die echt nicht. Ja, guck dir das mal an, was ist denn das? Da war irgendeine Scheiße in die Mikrowelle geknallt und gesagt, oh, lecker Essen. Das kommt alles aus dem Tiefkühler, außer die Nudeln. Den gleichen Rock hat Johanna auch. Vielleicht hat Johanna auch einen dicken Schlong unten drin. Johanna liegt hier. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum muss man sich über die lustig machen? Nein, keine Ahnung. Warum muss man sich über die lustig machen? wir uns ein bisschen lustig machen, super. Ja, okay, sorry, ich mache mich auch über die lustig, ist egal. Macht euch nicht über die lustig, außer wenn ihr euch über die lustig macht. Okay, alles gut. Und was jeder sich selbst widerlegt, indem er gelacht hat. Ja, keine Ahnung. Nee, ich denke halt nur, man muss es nicht so hardcore übertreiben, irgendwie, keine Ahnung. Also. Hallo, wenn jemand geistig behindert ist, dann möchte ich ihm doch gerne sagen, dass er geistig behindert ist. Er muss in der Realität ankommen. Genau wie bei fetten Leuten sagen, dass sie fett sind, sonst glauben sie doch, sie sind sexy. Sind sie nicht, sie sind fett. Ekelhaft. Ja, keine Ahnung. Ekelhaft. Also, ob man. Wenn man der jetzt sagt, ey, du bist ein Mann, 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 als ob der das. Meinst du, das hilft der in irgendwas? Ich glaube nicht. Warum muss ich dir denn helfen? Ja, du sagst ja irgendwie, man muss ihn in die Realität holen. So. Aber warum? Ja, mach ich doch. Ich sage, sie ist ein Mann. Ich weiß nicht. Es ist mir egal. Mach, was du willst. Ist dein Account. Ich verstehe das Problem nicht. Ich weiß nicht, ob man das einfach so provozieren muss, so random aus dem Nichts. So. Das ist halt so, keine Ahnung. Wenn die in meiner Timeline ist, will Twitter, dass ich mit der interagiere, glaube ich. Deswegen. Ja, okay. Ich suche ja nicht nach der, die kommt nicht auf meine Timeline. Schreib was Dummes zurück. Also ich finde es ja auch unterhaltsam, ja, aber. Stell dir mal vor, ich würde jetzt morgen hier mit Frauen nächsten Sonntag hier geschminkt mit Perücke und Frauenklamotten sitzen und verlange von dir, dass du mich jetzt mit der. Ja, ich würde dich halt nicht ernst nehmen, weil ich weiß, dass du das nicht ernst nimmst. Konami an. Ja. Siehst du? Du würdest mich ja, aber du meinst das ja wahrscheinlich ernst. Also. Ja, weil sie eine geistige Störung hat. Ja, aber. Du sagst doch auch keinem Kleptoman, ist alles gut. Still weiter. Ja, keinem Kleptoman, aber keine Ahnung, wenn jetzt einer irgendwie. Aber damit schaden die sich ja nur selber. Wenn jetzt einer eine Angststörung hat oder so, dann erschrecke ich den auch nicht die ganze Zeit. Also. Ja. Okay. Okay, das nächste ist irgendwie wieder Englisch von der National Post. Ich darf andere Englisch sagen. Sind wir noch mit? Nee, Konara, du bist doch hier der Engländer. Hau du mal raus. Du hast mich gerade als Engländer bezeichnet, jetzt musst du reden. Ja. Nee, du bist der Engländer. Nein. Wir sind immer noch im Kult. Board to decide if Ontario must pay for surgery to make vagina if patient also wants to keep penis. Non-binary Ontario resident is locked in a legal battle over public funding for surgery to create a vagina by leaving the penis intact. Okay, also best of both worlds. Ja, stabil.
Da muss ich sagen, wer eine Geschlechtsumwandlung haben will, soll sie selbst bezahlen. Und wenn er seinen Penis dabei behalten will, selbst bezahlen. Okay, bin ich dabei. Ja. Ultimately, ein W für uns, ein L für die Trans-Community. OHIP's interpretation of vaginoplasty is exclusionary and discriminates against non-binary people on the basis of their gender identity. If there is any ambiguity in what should be publicly covered, it should be resolved in favor of the claimant. Hat hier irgendjemand gesagt. Aber das ist doch das. Boah, Alter, ist dieser Artikel lang. Wer liest die ganze Scheiße? So lang ist der, glaube ich, gar nicht. 2 DIN A4 Seiten oder so. 2,5. Ja, aber 2 DIN A4 Seiten über das Thema. Aber da ist halt auch wieder so. Wenn du jetzt sagst, so, ja, okay, ich akzeptiere Non-Binaries oder alle 67 Geschlechter oder ein Spektrum an Geschlechtern und mach für die auch noch Medical Healthcare, ja, dann kommen solche Leute an und sagen, hallo, ich hätte gerne diesen einen Penis, den ich schon habe, dann hätte ich gerne noch eine Vagina und wie wäre es mit einem Penis am Rücken? Weil ich bin ein Rückenpenisler als Geschlecht und deswegen muss ich den auch ran operiert haben. Also, ja, geil. Man öffnet halt wieder für sämtliche Geisteskrankheiten Tür und Tor und wer muss es bezahlen? Ja, nicht die Person selbst, sondern ja, alle quasi übers Gesundheitssystem. Geisteskrank. Ey, ich habe kein Problem damit, wenn sich einer 5 Penisse von Toten irgendwie auf den Rücken basteln lässt, so. Gar kein Problem damit, wenn er sich als Rückenpenisler ansieht, so. Aber ich will dafür nicht bezahlen. Wo ist das Problem, dafür einfach selber zu zahlen? So, ey, mach ein Crowdfunding. Momentan ist sowieso alles voll im Hype für Trans und so. Machst ein Crowdfunding, kriegst du 10 Millionen, kannst du dir 15 Penisse dran operieren lassen, ey. Also, macht doch, was ihr wollt, aber bezahlt halt einfach selbst dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob da jemand was zu sagen hat, aber ich reg mich hier wieder nur auf. Jetzt will ich aber, dass du dich richtig aufregst. Beim nächsten Artikel von NZZ. Der Feind in meinem Bauch, wie Feministinnen mit dem Schock umgehen, Mutter eines Sohnes zu werden und basiert. Der Schock. Sie wünschen sich das Ende des Mannes. Dann sind sie mit einem Jungen schwanger. Die Autorin Sheila Behjat beschreibt ein Dilemma, das Frauen in progressiven Kreisen heute offenbar umtreibt. Er darf bloß kein Arschloch werden. Ja, pass mal auf, Frau. Ich weiß nicht, ob du den Mann noch hast, mit dem du das Kind gezeugt hast, aber es wäre ganz gut. Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre ganz gut, wenn dein Sohn vielleicht auch ein bisschen Erziehung aus einer männlichen Perspektive erfährt. Also ich meine auch nicht mal unbedingt Erziehung, aber wenigstens ein männliches Vorbild hat und von Männern vielleicht lernen kann, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit anderen Männern umgeht und so weiter. Dann wird es vielleicht kein Arschloch. Aber wir wissen ja, dass zum Beispiel in den US-Gefängnissen die meisten, die da sitzen, in einem vaterlosen Haushalt aufgewachsen sind. Also sorgt dafür, dass der Vater am Start ist, liebe Feministin. Dann wird es vielleicht was. Dann wird er vielleicht kein Arschloch. Es ist einfach, keine Ahnung. Ey, ich meine, keine Ahnung, kommt aus dem Artikel raus, dass sie ihn dann doch nachher abgetrieben hat oder hat sie ihn dann bekommen? Weil ich meine, da muss man ihr mal, da muss man ihr Props geben, wenn sie den Sohn nicht abgetrieben hat, weil es ein Mann ist, wenn sie da keinen kein Gegenteil vom Femizid gemacht hat, dann ist ja okay. Aber ohne Spaß, ich will nicht bei einer Feministin aufwachsen, Alter. Oder ich hätte nicht bei einer Feministin aufwachsen wollen. Das wäre einfach komplett, da wäre ich kaputt gegangen, glaube ich. Irgendwann, wenn das Kind in der Pubertät ist, dann ist das sowieso schau mit dem Feminist sein, glaube ich. Was ist das denn? Die Autorin bleibt ihrem Umfeld verpflichtet. Sie spricht von ihrem männlich und weiß gelesenen Kindern. Männlich und weiß gelesen. Ey, die sind männlich und weiß, sehr wahrscheinlich. Da brauchst du die nicht lesen. Und verbindet Feminismus mit Kapitalismuskritik. Ja, wie jede Feministin. Zeigt mir eine Feministin, die den Scheiß mitmacht wie alle anderen Feministinnen gerade und keine Sozialistin ist. Zeigt mir die eine.
Ich meine, es gibt wahrscheinlich so zwei, drei Leute auf diesem Planeten oder zwei, drei Frauen, die sich als Feministin outen und prokapitalistisch sind. Aber das wird die absolute Ausnahme sein. Das Patriarchat, das Frauen, Mädchen und non-binäre Menschen unterdrücke, ist eine Verschwörungstheorie. Ist eine Verschwörungstheorie. Würde auch die natürlichen Ressourcen des Planeten bis zur Auslöschung ausbeuten, schrieb sie. Junge, wie wäre es, wenn du einfach deine Schenkel zusammengehalten hättest und gar kein Kind gemacht hättest? Das wäre auch gut fürs Klima gewesen. Ey, so Leute, echt ohne Spaß, da tun mir die Kinder leid. Wirklich, richtig leid. Ich finde den Sendungstitel Schenkel zu Klima gut, sehr gut. Ja, Schenkel zu Klima gut. Der ist echt gut. Jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt. Könnt ihr den nächsten Artikel alleine machen? Leicht, wir mögen das, wenn du ja, wir machen den Artikel alleine und du schaust in deinen Twitter-PNs. Da wurde jetzt nämlich noch spontane Quelle eingesendet. Ach nee. Ja, gucke ich nach. Ja, und wir haben hier ein Video von der Welt, aber ich meine, den wichtigsten Satz, den haben wir hier. Obwohl, ich sehe jetzt gerade auch, es ist schon etwas länger veröffentlicht, aber hier, sexuelle Gewalt ist eine konkrete Folge des Klimawandels. Ja. Solomon Yeo vertritt die Organisation Pacific Island Students Fighting Climate Change bei der Klimakonferenz COP26 in Glasgow. Er und seine Mitstreiter fordern die Vereinten Nationen auf, sich rechtlich zum Kampf gegen den Klimawandel zu verpflichten. Ja, aber ey, das ist alles schon. Lass mich raten, wie das läuft. Man importiert Sandleute nach Deutschland, stellt fest, die Vergewaltigungsquote geht hoch, sagt dann aber, man hat die Sandleute ja importiert, weil Klimawandel, und deswegen kann man sagen, Klimawandel sorgt dafür, dass die Vergewaltigungsquote in Deutschland hochgeht. Aber der ist ja von den Pacific Islands. Ach so, okay. Weiß nicht, ob die auch Sandleute eingewandert haben. Ich glaube eher nicht. Ey, alles ist Klimawandel. Es ich glaube daran, dass Frauen, wenn es warm ist, weniger anziehen und dann Männer geiler auf sie werden und dann Vergewaltigung. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ja. Also das ist dieses Gespräch, was ich eben angesprochen habe, das hat Sir Tukan Endcap reingeschickt, ab Minute 43 soll ich mal reinklicken, glaube ich. Oder ist das diese Fragen gemeint? Stellen muss und sie das halt immer noch nicht raffen. Ja, und das wäre vielleicht ein Opening für den größten Mentalitätswechsel, den ich vollzogen habe, seit ich angefangen habe. Und zwar bin ich zum Schluss gekommen auf die Dauer, dass davon auszugehen, der Mensch wäre ein Vernunftwesen, einfach falsch ist. Es ist einfach falsch. Das Grundmenschenbild der Aufklärung ist halt einfach Bullshit. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Regel, die ich neulich aufgestellt habe für Talkshows und allgemein die öffentliche Diskussion. Den meisten Menschen, solange es sie noch nicht selber direkt empfindlich betrifft, dass die Politik von falschen Tatsachen ausgeht, ist es nicht so wichtig, wer eigentlich richtig liegt. Das ist ihnen nicht derart wichtig. Die meisten Menschen haben auch keine Angst davor, selbst katastrophal falsch zu liegen. Sie haben Angst davor, als böse zu gelten. Und sie haben Angst davor, auf der Seite der weniger Mächtigen zu sein. Also bis jetzt würde ich zustimmen. Ich glaube, soweit habe ich auch geguckt. Und ich glaube, danach kommt diese Liberalgeschichte. Und das theoretisch auch verquicken. Man könnte sagen, böse ist nur ein Stand-in für weniger mächtig. Ne? Mhm. Man könnte Moral als Machtmittel sehen. Aber ja, deswegen, ich meine, vielleicht nehme ich da was vorweg, aber deswegen unter anderem habe ich auch den Frame bösartig und geisteskrank geprägt, um ein Messaging von unserer Seite an den Start zu bringen, das eben auch von einem akkuraten Menschenbild ausgeht. Ja. Wie dem auch sei, guckt euch das von mir aus gerne selber an, wobei es ist halt übliches rechte Bubble-Geschwurbel-Zeug und keine Ahnung. Also ich meine, kurz danach kommt auch irgendwas mit den, ich sehe mich irgendwie liberal. Ja. Naja. Wie dem auch sei, verlinken werde ich es nicht, weil ich verlinke nichts von der NPD. So. Ja, jetzt haben wir die Klimabeben. Genau, Klimabeben. Oder habe ich hier... Ja, doch, habe ich hier auch. Nein, ich habe da schon ein zweiter, aber... Oh, Climate Change is hitting vulnerable Indonesian trans sex workers. Schreibt hier der Independent. Nearly 93% of respondents saw decreased income during the rainy season.
Also das ist eigentlich so eine Überschrift, die man eigentlich eher von der Vice erwarten würde oder ja. von BuzzFeed mit diesen ganzen Wörtern so hintereinander gereiht. Ich weiß nicht, ob du mit uns redest, Konara, aber du bist gemutet. Also ich nehm dem Artikel, dass wenn es regnet, keiner mehr Transen ficken will und wegen Klimawandel regnet es mehr. Ja, das könnte sein. Ja, also Klimawissenschaftler, auf die ich höre, sagen eigentlich immer, dass die schlimmen Ereignisse eher abnehmen beim Klimawandel, besonders diese Stürme, weil die Pole sich schneller erwärmen als der Rest der Welt und dadurch weniger Ungleichheit in den Temperatursystemen entsteht und dadurch weniger Ausgleich stattfindet und demnach auch weniger Wind stattfindet. Und ja, aber kann auch Geschwurbel sein. Ich glaube dran. Aber warum sind dann Transen-Sexworker mehr betroffen als normale Sexworker? Keine Ahnung. Ey, die ziehen sich doch alles aus dem Arsch. Da gibt's doch keine rationale... Ich glaube, die sind wahrscheinlich einfach gleichmäßig betroffen. Aber... Ich meine, klar, wenn eine Transsexworkerin, der ihr Haus weggespült wird, ja, dann kann sie erstmal keine Kunden empfangen. Ja, okay. Wie bei jeder anderen Sexworkerin. Also... Ah, Leute, wirklich. Überall wird Klima reingebracht, überall wird Trans, überall wird LGBT. Ja, weil die Leute das ja klicken. Deswegen, wir haben ja auch drauf geklickt. Ja. Also hat ja eigentlich funktioniert, gell? Ja, stimmt wohl. Gott sei trotzdem an. Ja, leider wurde der Tweet gelöscht. Ich habe versucht, die alternative Quelle in der Zwischenzeit zu finden, habe es aber nicht. Irgendjemand einen Screenshot gemacht, aber... Es war ein Tweet von einer Dame von den amerikanischen Grünen. Aha. Ja, hier gibt es auch eine Green Party. Die ist noch unerfolgreicher als die Libertarian Party in den USA. Das muss schon mal was heißen. Und es gab ein Erdbeben am, wann war das denn? Freitag? Es gab am Freitag. Das ist auch der Freitag in New Jersey. Und Erdbeben an der Ostküste sind eher rarer gesät als an der Westküste. Und da haben halt bei 4.8 auf der Richterskala oder irgendwas, da haben die Grünen natürlich in den USA gleich wieder den Klimawandel-Move gemacht. Und sie hat dann geschrieben, ja, der Klimawandel ist schuld an dem Erdbeben. Das fand ich sehr lustig. Das konnte natürlich keiner erklären. Das ist immer wild, ne? Könnt ihr mir erklären, wie CO2 in der Erdatmosphäre zu mehr Erdbeben führt? Irgendwie logisch? Kann ich dir nicht erklären. Ich kann noch nicht drauf. Heute hat mir jemand geantwortet auf einen Tweet von mir. Aha. Der ging so in die ähnliche Richtung. Ich find's wieder mal nicht. Ist aber auch egal. Wie dem auch sei. Nee, aber Inhalt war im Prinzip denen geht es überhaupt gar nicht darum, irgendwie tatsächlich Recht zu haben. Denen geht es einfach nur darum, ihre Propaganda zu vertreiben und denen ist völlig egal, ob da irgendein, in Anführungszeichen, Rechtsextremer kommt, der sie widerlegt. Ja, also, ja, ist denen halt alles scheißegal. Fakten oder Feelings over Facts einfach, ja. Also Fakten interessieren überhaupt nicht mehr. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind jetzt Klimawandel. Also, ja. Geisteskranke. Genauso wie der Magus Söder. Ach, das haben wir letzte Woche schon eigentlich. Söder, nee. Aber wir haben jetzt hier noch die Antwort drauf. Er hat es nämlich nochmal im Endeffekt gepostet. Ach so. Und wir sind jetzt auch in der Clown-Welt, weil der Magus ist schon ein bisschen Clown. Und ja, der schreibt hier wieder, keine Macht in Drogen. Wir lehnen die Legalisierung von Drogen entschieden ab. Mhm. Und der wurde einfach von Monte komplett geratioed. Darauf erstmal mit den Kumpels einsaufen, viel besser. Wenn du einfach von Monte geratioed wirst. Moin, meine aktiven Spritzer. Ist jetzt nicht so schwierig, von ihm geratioed zu werden, aber fetten Respekt dafür auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob. Also es ist ja im Prinzip so Doppelmoral aufdecken. Ne? Also du sagst so, ja, eine Droge ist schlimmer als die andere. Alkohol ist auch schlimmer als Cannabis, nach meinem Empfinden.
Ja, vor allem, wenn er schreibt generell, wir lehnen die Legalisierung von Drogen entschieden ab. Ja, ja. Ja, klar, man, aber im Prinzip wird ja hier auf die Doppelmoral hingewiesen. Aber, also wir würden ja jetzt eher auf den Freiheitsaspekt hinweisen. So, ey, pass mal auf, mein Körper gehört mir, was ich damit mache. Da hat kein Politiker reinzureden. Und wenn ich mir 30 Liter Heroin am Tag spritze, ja, klar, okay, dann gehe ich drauf, ja gut, aber dann ist das halt so. Das ist ja eigentlich auch wieder dieses staatliche Problem. Es gibt eine allgemeine Gesundheitsvorsorge, die jedem zusteht, egal was er tut. Ob er jetzt aus dem Helikopter springt mit einem Fallschirm, der geht nicht auf und bricht sich alle Knochen. Oder Snowboard fahren geht und bricht sich dabei alle Knochen. Oder Cannabis raucht und es passiert nichts. Oder Heroin nimmt und stirbt an einer Überdosis. Oder nimm mal Fentanyl, das ist einfacher an einer Überdosis zu sterben. Nimmt halt Fentanyl und keine Ahnung. Oder jemand raucht Crystal Meth, vernachlässigt seinen Körper und kriegt dadurch ein schlechtes Gebiss. Und dann muss halt wieder der Steuerzahler oder beziehungsweise die Einzahler ins Gesundheitssystem, die müssen dann wieder dafür zahlen. So, wenn man das halt rausnehmen würde, wenn man sagen würde, selbstverschuldete Krankheiten, selbstverschuldete, ja, selbstverschuldetes wird halt nicht abgedeckt, wie es eigentlich in der Versicherung üblich ist. Weil ich kann jetzt auch nicht zu meiner Hausratversicherung gehen, nachdem ich mit dem Hammer auf meinen Tisch eingeschlagen habe und sagen, ey, ersetzt mir den Tisch. Also was ich selbst verursache, wird halt nicht abgedeckt. So, das könnte man ja auch in der Versicherung so machen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt über mehrere Untersuchungen über ihr Leben festgestellt, sie sind starke Alkoholiker, das heißt, sie bekommen keine Lebertransplantation, dann ist das halt so. Dann muss man halt diskriminieren, da muss man halt diese Leute halt ausschließen. Und dann wäre es ja auch kein Problem, wenn sie ihr Leben lang Alkoholiker wären. Ich meine, gut für ihre Familie, wenn sie denn eine gründen, ist das immer noch scheiße und so, aber also. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es bald ja auch genügend Organe. Also ich habe einem Freund erzählt bekommen, dass es jetzt wohl auch Forschung gibt, irgendwie so eine Schweineleber zu nehmen und dann die ganzen so Schweineleberzellen da alle rauszupacken. Da einfach von den Menschen selber noch gesunde Leberzellen reinzupacken. Und dann könnte man sozusagen so eine Leber transplantieren mit den eigenen Zellen, dass sie nicht mal vom Immunsystem angegriffen wird. Das wäre schon eine beste Sache. Das wäre voll geil. Gell, wenn du dann deine Leberzirrhose hast vom ganzen JBM-Alkohol trinken, dann. Ich würde halt unironisch auf eine Lebertransplantation verzichten. Weil ich weiß, dass ich zu viel saufe und zu viel gesoffen habe, dann wahrscheinlich in meinem Leben, wenn das dann irgendwann mal auftreten sollte. Ich würde unironisch darauf verzichten. Ich würde halt sagen, ja, war mein Fehler. So, aber oder andere Leute sehen das ja nicht so. Die sagen dann, und, oh ja, weiterleben. Ich habe mich das ganze Leben lang besoffen, weil die Gesellschaft mich unterdrückt hat oder so eine Scheiße und dann soll jetzt auch die Gesellschaft dafür zahlen. Nee, ist halt Bullshit. Komm einfach für deine eigenen Sachen auf und dann ist doch gut. Aber nein, wir haben ja hier einen Sozialstaat, der alle auffängt, auch wenn sie Fehler machen. Also, das ist das halt, ne? Ich glaube, so, Markus Krall hat das auch mal so gut formuliert. War es Markus Krall? Ich glaube ja. Es ist einfach eine Subvention von also ich glaube, er hat es im Sozialsystem gesagt, von Unproduktiven. Aber es ist halt auch das Gesundheitssystem ist eine Subvention von Leuten, die einfach komplett verantwortungslos mit ihrem eigenen Körper umgehen. Es ist eine Subvention für schlechtes Verhalten. Geisteskrank. So. Jetzt trinke ich mir noch ein Bier. Aber ich weiß ja selber, dass ich mich zugrunde richte, wahrscheinlich damit, aber dann ist es halt so. Russische Mikrowellenwaffen, so jetzt müsst ihr mal hier, weil ich rede mich. Ja, wohl gegen Westagenten im Einsatz. Putins berüchtigste Einheit. Ja, was ist passiert? Also es gab immer mal wieder Probleme mit so einer, ja, mit ungeklärten Symptomen. Ja, Kopfschmerzen, Hörverlust, Schmerzen in den Ohren sowie Schwindel und Übelkeit, Sehstörungen und kognitive Beeinträchtigungen. Ja, es wurde als Havanna-Syndrom bekannt. Und das ist höchstwahrscheinlich auf den russischen Geheimdienst zurückzuführen, die eben so ein Mikrowellengerät
irgendwie verwendet haben. Ja, eine Mikrowellenwaffe. Mhm. Wo haben die die denn jetzt verwendet? Ja, ich glaube erstmal in Havanna, deswegen... die fürchten aber das Putin. Ah, sondern in Deutschland. Okay, doch, die ersten waren in Deutschland und das bereits 2014. Ja, kann es natürlich geben, ne? Aber da haben die jetzt Angst vor, dass Putin das einsetzt, oder was? Ja, er setzt es wohl schon ein. Okay. Also schon seit 2014, 10 Jahre. Ja, läuft bei denen. Ich meine, ich hätte sogar so. Es ist ja die Frage, also wenn die ganzen Leute dann jetzt auch sagen, Putin hat damit im Endeffekt dem Westen den Krieg erklärt, den USA. Du meinst, es ist eine Vorbereitung für eine... Nö, keine Vorbereitung, es ist ein kriegerischer Akt. Ja, ja, wenn man es schon in Deutschland ausprobiert hat, dann ist es ein kriegerischer Akt, definitiv. Aber keiner... Ich halte ihn nicht für so dumm. Also wenn, dann nimmt er doch Gefangene oder so und probiert an denen die Waffen aus. Also wie richtige Sozialisten das halt machen. Die nehmen halt ja, haben die doch sicher, aber vielleicht haben sie das ja eingesetzt, irgendwie um ihre Ziele voranzutreiben oder so. Kann natürlich sein, ne? Schwindel und Übelkeit. Hatte ich, als die EF-Konferenz war, etwa eine Mikrowellenwaffe auf mich gerichtet? Ja. Ja. Eher eine Bierwaffe. Gegen Westagenten im Einsatz. Ja, das ist interessant, das ist interessant. Also sowieso interessant, was da alles noch passieren wird. Aber da äußere ich mich jetzt wieder nicht mehr zu, weil... Ja, und jetzt kommen wir in die Stadt, in der eine ganz besondere Dame lebt. Hannover. Oh ja. Warum hatten wir eigentlich schon so lange nichts mehr von Mareile, ja? Ich bin geblockt, ich kann nicht sehen. Müssen wir im Licht anmachen. Aber um die Mareile geht es jetzt nicht, sondern es geht um einen Jäger. Und die Polizei hat ihn gerufen nach einem Wildunfall, dass er das angefahrene Reh wegräumen soll. Und ja, der Jäger, was macht er? Er fährt hin, möchte das Reh wegräumen, aber muss dann eben auf dem Radweg parken. Ja, dann kommt und der Anzeige Hauptmeister vorbei. Ja, aber also nicht der echte, sondern nur so ein Nachahmer, ein Zivilbulle. Und ja, der hat ihm dann eine Anzeige geschrieben, wollte gar nicht diskutieren, sondern hat direkt gesagt, so, ich zeig sie sowieso an. Und ja, jetzt geht das Ding vor Gericht. Komplett absurd. Machen wir über das nächste Mal die Polizei. Ich würde meinen verkackten Waffenschein und meine Jägerlizenz einfach abgeben und sagen, fickt euch alle. Wir sollten Wenn ihr ein Problem habt, kümmert euch doch drum. Wir sollten uns an den Linken halten. Man kooperiert einfach nicht mit der Polizei. Aber ich glaube, als Jäger ist man dazu verpflichtet, dass man dann... Ja, ist naja. Nee. In der Hinsicht nicht, glaube ich. Okay. Der ist schon da freiwillig hingefahren. Ja, du hast aber Schussquoten und so, die du erfüllen musst. Ja, also du musst nicht irgendwelche toten Rehe wegräumen, wenn die irgendwo angefahren werden. Tja, so ist das jedenfalls. Hilfst du der Polizei, wirst du noch angefickt dafür. Deswegen helft der Polizei nicht. Alles, was ihr tut und sagt, kann gegen euch verwendet werden. Ist halt und wird so. Gegen euch verwendet. Ja. So ist es halt. Space is the new Wild West. The EU is dying to step in and regulate. Also die EU will jetzt den Weltraum regulieren. Ja, yeah, the European Commission is gearing up to publish the world's first comprehensive space law. Not content with regulation, fertilizers, cars and cheese. Brussels is looking to create the space EU space label. It could soon slap on rockets and satellites as part of efforts to force companies to use orbit responsibility. Geht's um diesen Weltraumschrottkram oder was? With each passing day, space is becoming more like the Wild West and it's time to have European rule, said Christopher Grundler, a member of the European Parliament from France who is leading legislative work on IRIS-2, the EU's answer to SpaceX Starlink satellite communication system. The European Commission is expected to propose the world's first comprehensive space law after Easter. According to the document seen by Politico, the
blocs diplomats have been briefed on plans to create an EU space label that can be used to designate companies that play by the new rules on sustainability and security, much in the way, same way that the bloc uses eco labels to certify washing machines or televisions. Das heißt, ja, da hängt auch noch ein Grüner aus Deutschland mit drin hier, ne? Ja, space companies want to business with the bloc. They'll have to abide by the rules, said Niklas Niesmann. Das ist ja auch geil, weil das heißt dann einfach, dass Europa komplett, was den Bereich Space angeht, zurückfallen wird, weil die in den USA einfach viel günstiger das hochschießen werden können und der ganze Rest der Welt auch über die USA und da machen die wahrscheinlich alle irgendwelche Tochterunternehmen in den USA nur genau dafür. Ja. Wie geisteskrank das einfach ist. Vor allen Dingen, als ob der Wilde Westen was Schlechtes war. Als ob der Wilde Westen was Schlechtes war. Da war mehr Freiheit als in jedem Staat, der heute existiert. Und weniger Gewalt. Weniger Gewalt als in jedem Staat, der heute existiert. Das ist geisteskrank. Einfach zu sagen, oh, das ist der Wilde Westen, da machen die Leute einfach, was sie wollen. Nein, auch im Wilden Westen haben die Leute nicht gemacht, was sie wollten, weil es hatte Konsequenzen, wenn sie irgendwas Böses getan haben. Ah, Leute, echt. Ah. Egal. Die sollen sich komplett totreden. Die EU besteht eh in 30 Jahren nicht mehr. Also ich hoffe, dass ich so lange noch lebe und nicht an der Leberzirrhose sterbe. Aber ich bin überzeugt, in 30 Jahren existiert die EU so, wie sie heute existiert, nicht mehr. Was aber in 30 Jahren noch existiert, ist natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Ja, ey, das ist auch so geisteskrank. Autohersteller müssen TV-Sender auf Entertainment-Systemen anbieten. Der Medienstaatsvertrag fährt ab jetzt auch bei einigen Autos mit. Das betrifft insbesondere Tesla, aber auch Audi und BMW. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht, ZAK, der Landesmedienanstalten, hat erstmals die Benutzeroberfläche von In-Car-Entertainment-Systemen medienrechtlich bewertet. Das betrifft gleich mehrere Autohersteller sowie deren Systeme und Tesla in ganz besonderem Maße. In ihrer vergangenen Sitzung hat die ZAK festgestellt, dass die Autounterhaltungssysteme von BMW, Mini, Audi und Tesla Benutzeroberflächen im Sinne des Medienstaatsvertrages sind. Junge, die reden dir in dein scheiß Auto rein. Und lustig ist, was dazu kommt. Ja? Das kommt irgendwo später im Artikel. Ich habe den so ein bisschen überflogen. Wo war es denn? Es ist einfach geisteskrank. Besondere Pflichten für Tesla. Bei einem betroffenen Anbieter geht die Entscheidung noch weiter. Teslas Medienplayer oder Media Player, das gern genutzte Entertainment-Angebot an Bord, ja wahrscheinlich auch das einzige, mit dem auch Drittanbieter-Apps integriert werden, wurde von der ZAK zudem als Medienplattform im Sinne des Medienstaatsvertrages eingestuft. Ein Drittel aller Kapazitäten muss dort für Angebote öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, privater Fernsehprogramme und gegebenenfalls regionaler Anbieter offener Kanäle und Teleshopping reserviert werden, sprich klassische Rundfunkmedien. Das ist geisteskrank. Die regulieren dir ins scheiß Auto rein. Stell dir vor, du musst dann den RBB Brandenburg gucken auf das. Ja, du musst ihn ja nicht. Muss aber Tesla muss jetzt Kapazitäten bereitstellen, damit das geguckt werden kann. Das ist völlig geisteskrank. Tesla hat doch bestimmt so eine Art App Store oder sowas, wo man doch wahrscheinlich auch so eine Tagesschau-App runterladen kann oder so ein Scheiß. Da kannst du dir den Kack doch angucken, wenn du willst. Ich glaube nur nicht. Nee? Na gut. Aber, ey, Digga, weißt du, das ist wieder typisch Staat. So, ey, ich Kunde, ich will Auto haben. Ich gehe zu Tesla, sag Tesla, zeig mal Auto. Da gucke ich mir Tesla an, sage ich, Tesla ist gut, guter Auto, schöne Entertainment-System, alles super, fährt auch. Hat viel Reifen. Ja, muss Teleshopping können. Und dann kommt die EU und sagt, pass mal auf, hier ist dein Teleshopping-Update und dein hier dein NDR, WDR und hast du nicht gesehen, Update. Sind die geisteskrank oder was? Ja, sie sind geisteskrank, das ist eine rhetorische Frage, aber Wahnsinn. Überall. Ey, es gibt keinen Bereich im Leben, wo der Staat nicht
mit seinen dreckigen Griffeln drin ist. Willst du deine Schwester ficken? Auch nicht erlaubt. Ja, weil ich ja immer gerne dieses... Ich gebe ja immer als Beispiel, das Einzige, wo der Staat noch nicht regulierend eingreift, ist das Bett und das Sexualverhalten. Und das ist ja gelogen, weil du darfst ja nicht deine Schwester schnackseln. Das heißt, selbst da greifen sie ein. Soll doch jeder seine Schwester schnackseln, ist mir doch egal. Wenn sie für die behinderten Kinder aufkommen, okay. Junge, ey. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Instagram-Ding, wo ich mich wieder einloggen muss, oder was? Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier, Mann? Wir sind noch in der Cloud-Welt. Wir haben keine Lichtblicke diese Woche. Da gibt ja auch keine Lichtblicke in dieser Clown-Welt. Was ist das? Schüler, Lehrer, ich muss etwas essen, kein Essen im Unterricht. So ein neuer TikTok-Trend, wo die so... Ich habe Diabetes, Lehrer ist später. Ja, ey, das ist ja auch wieder... Der Kinderknast, ne? Ja, genau, es ist ja der Kinderknast. Aber statt zu sagen, pass mal auf, schaff den scheiß Kinderknast endlich mal ab, hör auf, Schulpflicht zu machen, lieber Staat, sagen sie, ey Staat, sag den Lehrern, die sollen mir zu jeder Zeit erlauben, zu essen und zu trinken. Auch wenn ich damit andere Leute störe. Ich finde es eigentlich noch viel schlimmer, dass ein Lehrer, der Herr Schmelzer heißt, mit pink gefärbten Haaren, wahrscheinlich auch auf TikTok und Instagram irgendwelche beknackten Videos dreht. Ja, da finde ich schon schlimmer, dass man die Kinder in die Schule zwingt, auch wenn sie das gar nicht wollen. Ich glaube, das ist halt auch für alle irgendwie dann ein schlechteres Umfeld, weil die wollen ja nicht dort sein, ja? Ja, gibt bestimmt ein paar Kinder, die wollen das, aber verstehe ich das jetzt richtig? Er ist Lehrer. Ja. Und schreibt vor einigen Jahren tatsächlich mal an der Schule passiert, an der ich gearbeitet habe. War er der Lehrer, der gesagt hat, kein Unterricht im Essen? Kein Unterricht im Essen. Ich denke nicht, dass er das war, sonst würde er es ja nicht posten, oder? Nee, weil wenn er es war, dann muss man ihm ja auch wieder Doppelmoral vorhalten, weil du als Lehrer kannst ja, also ich habe keine Ahnung, ob du dafür Sanktionen kriegst, wenn du als Lehrer Essen im Unterricht erlaubst in deiner Klasse, aber ich glaube nicht daran. Also ja, aber jetzt mal ohne Spaß, schaff den scheiß Kinderknast ab. Oder mach, keine Ahnung, ja, schaff einfach den scheiß Kinderknast ab. Freier Markt für Bildung. Ja, dann können sie Schulen gründen, wo, weiß ich nicht, nur Leute sind, die im Unterricht essen müssen. Wo es dann erlaubt ist. Oder Heimunterricht, da kann jeder essen, wann er will. Und guckt sich den Scheiß einfach auf YouTube an, mehr oder weniger. Also, das ist halt auch so, ne? Die stecken halt so im letzten Jahrtausend mit ihrer scheiß Schule. So, heute kannst du auf YouTube, kannst du dich über alles, über wirklich alles informieren. Ob das jetzt irgendwie, also Grundschule und Haupt- und Realschule, Gymnasium kriegst du auf jeden Fall über YouTube hin. Also das Wissen kriegst du vermittelt, wenn du willst. Also sehe ich gar kein Problem. Das heißt, fucking Bildung kostet dich 19,99 € im Monat. Kannst du den scheiß Kinderknast abschalten. Abschaffen. Also, leck mich am Arsch, ey. Wirklich. Ich riech mich heute nur auf, ne? Warum bin ich denn so angefressen? Wahrscheinlich, weil ich mich die ganze Woche nicht aufgeregt habe oder wenig nur. Gestern auch wieder so einer auf Twitter. Schreibt irgendwas von Bakunin und, wer war's? Proudhon, glaube ich. Und da habe ich nur gesagt so, ey, das ist doch genau das Fachgebiet von Stefan Blankertz. Lies doch mal was von dem. Und da fängt er eine Diskussion mit mir an. Ich meinte es nur gut mit dem. Ich habe gesehen, ey, der war halt Anarcho-Kommunist. Ja. Ich habe es nur gut mit ihm gemeint. Ich dachte, ey, hier, guck mal, Anarcho-Kommunisten, den fehlt irgendwie so ein bisschen Economic Basics. So. Lies doch mal was von Stefan Blankertz, weil der feiert die Leute auch, die ihr feiert. Er ist quasi... Er hat sie gefeiert, bevor ihr überhaupt auf der Welt wart. So, und ist zu der Erkenntnis gekommen, ja, ökonomisch sind die nicht so geil und deswegen sollte man vielleicht noch Mises lesen. Soweit habe ich gar nicht ausgeholt. Ich habe ihm einfach nur diese Buchempfehlung gegeben von Stefan Blankertz.
Warum diskutierst du? Da fängt der eine fucking Diskussion mit mir an und ich so, Junge, ich will nicht mit dir diskutieren. Ich wollte dir einfach nur eine Empfehlung geben, und weil ich dachte, die könnte dir gefallen, du Idiot. Service-Announcement für dich, guck, wenn er dann antwortet, dann gibt er diese drei Punkte, da steht dann Konversation stummschalten und dann. Ja, ja, da habe ich mich wieder provozieren lassen, aber auch nicht lang. Ich habe ihn dann irgendwann als Flacherdler bezeichnet, weil er meinte, ja, liest du doch mal das und das und das und das. Da habe ich gesagt so, ja, ich kenne diese Leute, ich weiß, welche Thesen die vertreten. Die Grundannahmen sind falsch. So, würdest du Bücher von Flacherdlern lesen, wenn du weißt, dass die Flache-Erde-Theorie bereits widerlegt ist? Nein, also. Digga. Der Spiegel schreibt. Ist halt unironisch so. Ich brauche doch nicht 5 Bücher von Flacherdlern lesen, um dann festzustellen, okay, ist alles schon widerlegt. Wenn ich vorher schon die Widerlegung gelesen habe, wenn ich vorher schon gelesen habe, okay, es gibt die und die Argumente dafür, dass die Erde rund ist. Und es gibt fucking Fotos aus dem All, dass die Erde rund ist. Also, Leute, da brauche ich nicht mehr irgendwelche Karl Marx oder weiß ich nicht was oder so lesen. Wenn ich weiß, dass die Arbeitswertlehre, auf der die ganze Scheiße aufbaut und Verelendungsprinzip und so ein Scheiß, wenn ich weiß, dass der ganze Kack widerlegt ist, dann brauche ich mir doch nicht deren Schlussfolgerungen rein. Wenn die Schlussfolgerungen auf falschen Annahmen beruhen, dann können die Schlussfolgerungen auch nur falsch sein. Warum soll ich mir das angucken? Oder ansehen? Oder lesen? Das ist nicht aus, ey. Wirklich. Ich wollte ihm einen fucking guten Tipp geben. Ich dachte so, ah, der ist vielleicht ein intelligenter Typ, so, der ist belesen. Gib ihm mal den Tipp mit Stefan Blankertz. Komm, kack den nicht an. Ich versuche dich runterzuholen, indem ich das Thema wechsle. Wir kämpfen darum, unsere Nation zu erhalten, unseren genetischen Code weiterzugeben. Ukrainische Kliniken bieten Soldaten an, ihr Sperma einzufrieren, weil sie an die Front verheizt werden für the greater good. Auch Kriegsversehrte können so Väter werden. Doch will man ausgerechnet im Krieg Kinder bekommen? Besuch in einer Reproduktionsklinik. Allein schon, wir kämpfen darum, unsere Nation zu erhalten, unseren genetischen Code weiterzugeben. Junge, wenn das die AfD sagen würde, die wäre sofort verboten. Die wäre sofort verboten. Aber bei der Ukraine ist es okay. Wie wäre es denn eigentlich? Ich meine, die versuchen ja schon auch irgendwie die ukrainische Nation auszulöschen. Verschleppen Kinder und sowas. Ja, der große Austausch versucht hier die deutsche Nation auszulöschen, ja. Sollen wir jetzt auch gegen den großen Austausch sein, oder was? Ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Staaten machen Staatssachen. Panzern reinfährst oder ob du halt die Grenzen aufmachst. Ich weiß nicht, hat also für mich eine andere Qualität. Ich weiß nicht, ob der Unterschied langfristig so riesig ist. Aber ach, ich bin, kommen wir zu den Kommentaren, mein Freund. Komm, auf Kommentare. Jetzt auf, ach, jetzt auf Kommentare. Ah ja, sehr gut. Auf Kommentare, auf Kommentare. Ich hoffe, wir regen mich nicht auch noch auf. Auf. Ich bin heute wirklich sehr, sehr auf Krawall. Ich fange an mit @dick69 vor 6 Tagen. Was ist das denn? Warte, guck mal bitte in den Stream hier. Also nicht in den ja, Stream, ich weiß schon, ich hab's schon gesehen. Nicht da einfach eingeblendet werden. Das ist schön breit gezogen. Ja. Ah, warte mal, dein Jungbrutal Marktradikal muss ich mir mal anhören. Jungbrutal Marktradikal, dein Wochenrückblick. Viel zu, das war mehr Imbrunst. Okay, ich fange an. Dick69 schreibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für den Algorithmus und des Weiteren. Ehrengäste am Start. Wie hat es sich ergeben, dass das faule Pack am Schwänzen ist? Also, wie wir schon festgestellt haben, der Opa vom Unbasiert hatte Geburtstag. Ja, und der ist mir wichtiger als Ich war krank auf einem Go-Live bei einem verkackten Kunden in Kalifornien. Hab übers Wochenende gearbeitet, gar keine Zeit gehabt, auch am Sonntag. So ist es. Muss am Anfang der Folge das Call-Bild nur so lange eingeblendet werden, weil einer von euch den übelsten Technik-Dulli hingelegt hat und dadurch aus Versehen die Kameraaufzeichnung in der Übertragung gekommen ist. Die Aufzeichnung war noch dazu ungefähr um 21 Uhr fertig und der Upload kam erst um 1 Uhr nachts. Das lässt meine Vermutung doch schon recht plausibel wirken. Musstest du was zensieren, Taxi?
Ja. Also ihr wisst gar nicht, was das hier für eine Arbeit ist mit Schneiden und Rendern und Hochladen. Ihr Kackhater, ihr. Nee, ich bin tatsächlich, ich musste extra wach bleiben, um das dann noch hochzuladen. Was? Ich hab das so richtig. Ja, ich habe Discord, also ich habe halt so 3 Monitor-Setup, da wo ich es aufgenommen habe. Jetzt habe ich nur noch einen, aber. Und dann wollte ich halt so Discord einfach auf den vom einen Bildschirm auf den anderen ziehen, aber dafür musste ich es durch den Bildschirm ziehen, den ich halt aufgenommen habe. Ah. Und da habe ich nicht dran gedacht in dem Moment. Ja, deswegen habe ich mittlerweile, wenn es kritisch wird, wenn ich weiß, ich muss irgendwie Fenster hin und her ziehen, habe ich beim Poker auch so gemacht, habe ich statt eine Bildschirmaufnahme eine Fensteraufnahme gemacht. Dann kannst du da auch andere Fenster drüber ziehen und dann liegt da nichts. Genau. Jung, brutal, marktradikal. Mein Ostermontagsding. Statt Max Muster. Hey, es war nicht Ostern, es war, was war? Es war Ostersonntag eigentlich. In den USA war Day of Trans Visibility. Stimmt, ja. Taxi konnte in der letzten Zeit oft nur schlecht schlafen, weil vor dem Zu-Bett-Gehen immer Energy-Drinks, Cola und Koffeintabletten zu sich genommen hatte. Und ich wusste, dass diese Koffein enthalten. Ja, da ging es, glaube ich, um die Schokolade, ne? Ja, um die Schokolade, ja. Hey, ich sterbe auf diesem Hügel. Also, das ist nicht allgegenwärtig bekannt, dass Schokolade Koffein enthält, ja. Und ich kann zu dem Kommentar nur eins sagen, und zwar. Ich schwöre auf dies, ich schwöre. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Schwöre. Manuel schreibt, es gibt ein Browser-Extension. I don't care about cookies. Oh, danke. Ja. Danke, Manuel, die habe ich mir tatsächlich geholt. Kopiere ich mir auch direkt hier in meinen anderen Browser-Tab rein. Ich habe das in den USA nicht. Ich werde nicht gefragt nach Cookies. Die NSA sieht alles. Dave, ich habe die Folge übrigens nicht gehört. Ich habe gehört, dass Raxel da war. Grüße gehen raus. Ja, da kommen wir noch später dazu. Also, okay. Und Dave war auch da, ne? Dave befindet sich mittlerweile auf dem aufsteigenden Ast. Da weiß ich nicht. Also bei Harlekin hat er schon wieder einen Termin sausen lassen. Ja, mich hat er gefragt, ob ich am Montag um 19 Uhr Zeit habe. Ich sage, Montag um 19 Uhr ist bei mir um 12 Uhr mittags, dann bin ich arbeiten. Was ist los mit dir? Mäuchen schreibt, Algo-Kommi-Steuern sind Raub. Mittel. Eine Frau, wenn Konami das wüsste. Ja, ich habe es mit Erschrecken festgestellt, dass das Material Schaden übernommen hat. Geht so nicht. Ja, stimmt, ja. Außerdem hat mir der Frauenhass in der Sendung gefehlt. Ich habe es da nicht gehört, aber ich gehe stark davon aus, wenn eine Frau da war. Ich habe auch gehört, dass keiner mit ihr eine anti-etatistische Terrorzelle gründen will. Also falls da irgendwie Interesse besteht, meldet euch bei ihr. Ich brauche erst ein paar Nacktbilder, sonst kann ich das nicht beurteilen. Ich habe mal ein Real-Life-Bild von der gesehen. Sieht nicht so schlecht aus. Ja, warte, ich halte mal was in die Kamera. Muss ich tauschen oder geht es? Warte. Wenn du jetzt deine Freundin zeigst, dann würde ich tauschen an deiner Stelle. Echt? Willst du tauschen? Also sie sieht nicht schlecht aus, ne? Ihr seid auch irgendwie ein hübsches Pärchen, aber sie ist überhaupt nicht mein Typ, irgendwie. Überhaupt nicht. Ja, ich stehe halt auf Hispanics, das geht, das ist schon gut. Ja, genau, sie hat so einen Hispanic-Typ. Ist sie Hispanic? Ja. Der Vater, ja. Ah, okay. Vater ist halb Mexikaner. Mm. Also ist sie Viertel Mexikaner. Ah, je. Genetisch zumindest. Mm. Man kann statt Erde auch Dreck sagen. Statt Mauern Bollwerk. Von Thomas Freitag gibt es einen lustigen Auftritt zum Thema Glocke und Fremdworte. Muss man wahrscheinlich googeln. Neon Scharf schreibt, Steuern sind Raub, am Montag. Neon Scharf schreibt, er schreibt, Steuern sind nicht Raub am Montag. Achso, sind nicht Raub. Oh. Ja. Aber, cringe. Aber das ist unbasiert, Alter.
3,36, was ist das für ein Jumpscare unbasiert? Ja, das hatten wir ja schon. Raxels Einwurf, er dem denn Unrecht habe, ist Edzard La ein wertvoller Beitrag. Ich habe vor so circa einer Woche davon gehört, dass Amiland jetzt eine neue Lolcow hat, die sich wohl Chomli nennt. Diese Lolcow ist im Übrigen dafür bekannt, mit der Tochter zusammen Luans zu verkaufen und Rabbiner zu sein. Ich gehe stark davon aus, dass das Alex Jones Video kein Fake ist und dass die geäußerten Anschuldigungen in dem Gespräch zutreffen. Ich habe noch nie davon gehört. Ja. Hashtag MeToo. Was ist denn eure Meinung zu Bauchfreihemden? Sollen Bauchfreihemden auch armfrei sein oder benötigen die eurer Meinung nach Ärmel, genauso wie der Kapitalismus die Ärmsten zum Ausbeuten braucht? Ja. Also bauchfreie Hemden finde ich extrem sexy. Ja. Ja, habe ich dazu nichts zu sagen. Ich sag nur ja. 1,54, 40. Ich fand Konafa seine Einsendung mit den twerkenden Gorillas damals zum Black History Month besser als die Affeneinsendungen dieser Folge. Soll ich da mal hinspringen? Es lädt. Ich will nicht, dass es. Voltexi könnte auch filmen. Ach, das sind Affen. Ja, jetzt sucht einer und versucht es zu vertreiben, dass er da durch kann. Ja, Leute. Ja, da war der große Affenkrieg. So, ja, der Black History Month. Es wurde nicht runtergenommen übrigens. Also ich habe auch nur einen twerkenden Gorilla geschickt und ich habe geschrieben Happy Black History Month. So, Venus. Der Abstand zur Sonne ist im Vergleich zur Erde etwa 30% geringer. Wenn die Strahlungsdichte der Sonne mit geringerem Abstand quadratisch zunimmt, ist sie an der Venus doppelt so hoch wie an der Erde, also Venus 2 und Erde 1. Die Erde reflektiert 30% der Sonnenstrahlen, bleibt 0,7 Leistungsaufnahmen übrig. Die Venus reflektiert 80%, in Klammer mehr Wolken, das heißt 1,6 geht zurück ins All, bleiben 0,4. Die Erde bekommt daher fast doppelt so viel Sonnenenergie wie die Venus. Dass es auf der Venus trotzdem heißer ist, liegt an der Wolkenschicht in 80 Kilometer Höhe, welche die Energie aufnimmt. Durch die Luftzirkulation wird die Erde nach unten hin zusammengepresst und die Temperatur steigt auf fast 500 Grad an. Mit CO2 hat das nichts zu tun. Ja, interessanter Kommentar, danke dafür. Weil ich da, glaube ich, mal gehört habe, also die Venus-Atmosphäre besteht hauptsächlich aus CO2. Es gab ja mal so ein Experiment von den Mythbusters, glaube ich. Die haben irgendwie einen Kasten genommen, ganz normale Luft rein, dann irgendwie bestrahlt und haben die Temperatur darin gemessen. Und dann haben sie einen zweiten Kasten gehabt mit 100% CO2 drin und haben dann die Temperatur gemessen. Und sie war natürlich höher, weil CO2 ja tatsächlich Wärme absorbiert. Und bei der Venus-Atmosphäre ist auch noch zu bedenken, dass die sehr, 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 sehr viel dichter ist als unsere. Und das kommt auch noch hinzu. Also allein durch die Dichte der Atmosphäre wäre es da, glaube ich, sowieso wesentlich wärmer als, also selbst wenn sie aus Stickstoff bestehen würde oder sowas, keine Ahnung. Und höhere Drücke und so, keine Ahnung. Aber man kann sagen, ja, dass man die Venus nicht mit der Erde vergleichen kann, was CO2 angeht oder so. Ich glaube, 80% oder mehr sind irgendwie Venus-Atmosphäre CO2. Also bei uns sind es 400 Parts per Million, also 0,04%. Also ja, ich halte es immer für lächerlich, die Erde mit der Venus zu vergleichen und dann zu sagen, ja, guck mal, die Venus hat einen Treibhauseffekt. Ja, aber die hat halt auch eine Atmosphäre, die praktisch nur aus CO2 besteht. Also Bullshit. Ja. Endlich mal eine vernünftige Person dabei, schreibt der Unbestimmte. Und damit meint er wahrscheinlich Raxel. Oh, Shots fired. Oder Dave. Kann auch Dave gewinnen. Simp. Die kommunistische Metal-Rente habe Metall. Ich. Metall. Metall. Habe ich gekündigt und die Kohle selber in Aktien investiert. Ach so. So kommt auch mal richtig Rendite dabei rum. Ja, aber gute Entscheidung. Pass ein bisschen auf, weil der nächste Finanzcrash kommt irgendwann. Dein Stonks always go up. Ja.
Und da willst du auch ein bisschen Bitcoin haben. Ja, Bitcoin oder dann die Micro-Strategy-Aktien. Im nächsten großen Crash, wo alles fällt, wird auch Bitcoin fallen. Also da bin ich, also weil die Leute noch nicht begriffen haben, dass Bitcoin die neue Weltwährung wird. Also die denken ja immer nur, Investment, Number goes up, Profite machen in Dollar und Euro und so. Deswegen werden die da auch einiges abstoßen. Tesla The Cat schreibt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut finde, dass jetzt auch Mädchen mitmachen dürfen. JBM war bisher immer ein Safe Space für Frauenhass und sollte es auch in Zukunft bleiben. Habt ihr zu wenig Frauenhass gehabt letzte Sendung, oder was? Kann sein. Also ich bin ja dafür, dass wenn Frauen in die Sendung kommen, dass sie für den Frauenhass zuständig sind. Weil dann können wir es auch auf sie abwälzen und sagen, hey, das hat eine Frau gesagt. Ja, und Max Muster hat in den Kommentaren darunter noch gefragt, ob Mizi auch ein Mädchen ist. So. Und ja, die Mizi von Tesla the Cat ist zwar ein Mädchen, aber sie ist eben auch die Beste. Außerdem ist sie eine Mietskatze und deshalb nicht von Frauenhass betroffen. Ja, das ist absolut hier kognitive Dissonanz. Merkt ihr eigentlich, dass ich mich gerade richtig gut abschieße hier? Bring ganz aus den nächsten Max Muster machen. Ja, dann mache ich den nächsten Max Muster. Max Muster schreibt, um mal wieder auf unbasiert Silvesterparty zurückzukommen und um das Thema Salsa auf unbasiert Plisé anzusprechen. Das finde ich aber auch mal wieder eine heftige Aktion von unbasiert sogenannten Freunden. Wenn ich bei unbasiert wäre, würde ich nicht alle Räumlichkeiten und Griffenbräucher Gemächter mit Soße besudeln. Danke. Eine Frau? JBM tut gefälligst eine reine Männerrunde sein. No homo. Alter, dieser Frauenhasse. Ich lieb's. Ich lieb's auch. Herz. 1,25. Ich kann auch eigene Pilze so empfehlen. So gerade so zum Party machen, abtürnen und so. Nee, habe ich Angst vor. Aber du kannst es trotzdem empfehlen, also ich widerspreche dir nicht. Also Party machen auf Psychedelika soll gelernt sein. Und 1:24:30, wenn ich da einhaken darf, alle Kommunisten sind behindert. Ja. Und 1,46, ist doch witzig, Leute mit dem Trikot zu triggern. Oh, jetzt kommt hier ein neuer Merksatz für unsere Planeten. Wobei, gibt es einen Planeten mit D? Destroyer 8, hä? Naja, stimmt. Lebst du hinterm Mond unbasiert? Mein Dave erklärt mir jeden Sonntag die falsche Reihenfolge unserer Planeten. Sehr gut. Aber Pluto ist kein Planet mehr, also Planeten darfst du nicht sagen. Doch, ist ein Planet, ein Zwergplanet. Sorry, hab ich Kacke gelabert. Oh, ich muss in zwei Kommentaren Dave widersprechen, Max widersprechen. Okay. Erstmal mache ich einen von Max. Bei der Stelle, an der Dave sagte, dass er seine Hemden bei Galeria Karstadt Kaufhof kauft, wurde ich hellhörig. Und dann schrieb er noch, statt Steckenpferd kann man im Deutschen übrigens auch Lieblingsbeschäftigung, Freizeitbeschäftigung oder meine Freizeit verbringe ich gerne mit sagen. Das ist nicht richtig, weil Steckenpferd impliziert auch, dass du darin gut bist. Du kannst ja auch, ein Schachspieler sein in deiner Freizeit und trotzdem scheiße, ist Schachspiel nicht dein Steckenpferd. So ist zum Beispiel mein Steckenpferd zum Beispiel Pokern, aber deswegen werde ich ja nicht eingeladen zur Pokerrunde, weil das alle wissen. Weil die sonst Geld verlieren würden. Mein Steckenpferd aber ist Freiheitsfunken zu. Zum Beispiel eine meiner Freizeitbeschäftigungen ist Karaoke singen und ich bin scheiße darin, also würde ich nicht an mein Steckenpferd singen beurteilen. Ich widerspreche hier mit vehement. Okay. Im übertragenen Sinne bedeutet das Wort Steckenpferd so viel wie Liebhaberei, ergänzt sogar noch. Im Englischen wird es als Hobby Horse oder kurz Hobby bezeichnet, woher sich auch das deutsche Hobby in der entsprechenden Bedeutung herleitet. Hobby geht auf das mittelalterliche Wort Hobby zurück und bezeichnet ein kleines Pferd, in Klammern Pony, seit seiner ersten
bekannten Erwähnung im Jahr 1298. Hobby ist eine Verkleinerungsform von Robin oder Hobbe, was möglicherweise der Name des Pferdes war. Ja, aber das ändert sich. Insofern widerspreche ich des Weiteren, weil Chauvinismus war auch nicht als Frauenhass früher betitelt, sondern es war damals ein übersteigertes Nationalgefühl. Es gab chauvinistische Clubs vor der Gründung des Deutschen Reichs. Kannst du mal deine Kinder ruhig stellen, bitte? Die sind draußen. Ich habe den Balkon offen, während mein Hund schlafen auf dem Balkon liegt und draußen im Pool sich Kinder wohl amüsieren. Ah, gehst du da auch gleich hin, so wie der Drachen? Ist hier keine Drachenlord sichere Gegend, würde ich sagen. Ey, diese Kinder, die sind einfach die neue Wärmepumpe à la... Ja, die Kinder sind die neue Wärmepumpe, genau. Sehr gut. Ja, Chauvinismus hat auch eine Wortumdeutung gehabt und genauso hat es Steckenpferd. Das heißt immer noch, dass du gut in dem sein musst. Deswegen ist die Wortherkunft zu nennen auch nicht in Ordnung, weil zum Beispiel siehe Wort Kanacke ist zum Beispiel auch ein ausländischer guter Freund oder was in der Richtung. Also ich widerspreche wieder. Ich bin ja in NRW aufgewachsen, unter Kanacken. Und da nennen sich Kanacken gegenseitig Kanacken. Und das ist im Prinzip so, wie wenn sich Schwarze Neger nennen. Das heißt im Prinzip nur sowas wie Bro. Also nichts gegen Kanacken. Ihr seid meine Kanacken. Ich sag in den USA trotzdem Neger. Und zwar sage ich dann immer, das macht man in Deutschland so. Ja. Bist du die Get Out of Jail for Free Card, ja, oder? Das macht man in Deutschland so. Egal, ja, was jemand sagt. Cultural, das ist Kultur. Willst du mich wegen meiner ausländischen Herkunft hier diskriminieren, oder was? Ja, genau, richtig. Ihr Kanacken, mega. Entscheidungsfrage. Was würdet ihr wählen? A. Mit Heidi Klum 6 haben und dafür $1,350 erhalten. B. Mit dem als unbesiegt gelesenen Rainer W. 6 haben und dafür $4 Millionen erhalten. C. Mit niemandem von beiden 6 haben und dafür $0 erhalten. D. Mit beiden Personen nacheinander 6 haben und dafür insgesamt 4 Millionen und $1,350 erhalten. Also ich muss jetzt aufgrund meiner aktuellen Situation natürlich C sagen. Ansonsten wäre es A. Mit beiden 6? Ah, nee, nein, das wäre D. Von beiden. Aktuell C. Vor ein paar Monaten wäre es A gewesen. Würde ich mit Rainer Winkler für $4 Millionen Sex haben? Das ist eine gute Frage. Weil eigentlich ist das die Frage. Wer bezahlt dir die 4 Millionen? Das kann ja nicht Marke oder was. Ja, wenn ich so bekomme... Max Muster zahlt die. Max Muster zahlt. Dann, ne? Aber auch mit beiden Personen hintereinander und nacheinander wäre natürlich interessant, weil wenn ich mir aussuchen kann, dass ich erst mit Rainer Sex habe für 4 Millionen und danach für 1350, also $1,050 mit Heidi Klum, dann würde ich glaube, keine Ahnung. Nee, meine Seele wäre, glaube ich, beschädigt. Aber ich muss mich ja jetzt entscheiden, ne? Ja. Mach du mal zuerst Taxi. Jetzt nicht zuerst, Mann. Okay, ich nehme die D. Ja, da tendiere ich. Aber D ist ja besser als B. D ist definitiv besser als B, ja. Ja, also wer B sagt, ist lost. Ja, ich nehme auch D. Für 4 Millionen habe ich Sex mit Rainer Winkler. Es steht ja nicht, wie lange, ja. Also ich denke, das... Holst du das nur einen runter, schnell, und dann ist gut. Für 4 Millionen, da verwöhne ich den richtig, Alter. Da machst du Spitzenservice unbasiert, oder? Unbasiert Special hier. Da werden die vollen 16 Zentimeter werden richtig. Aber da musst du dich als junger Schulkind verkleiden. Aber die Frage ist ja auch, bin ich der aktive oder der passive Part? Ne? Also als aktiver Part würde ich dann sagen D. Passiv müsste ich echt überlegen. Ich würde mich nicht von Rainer ficken lassen, definitiv nicht. Also würde ich dann wahrscheinlich... Nun gut. Annehmen. Kommentar zum Thema Fußfetischismus. Unbasiert ist ja ein Mensch, der gerne gegen Geld Fotos auf...
Du hast die Pizzamikrowelle übersprungen. Sorry, ja, die hatten wir schon so oft. Ich möchte hiermit darauf hinweisen, dass ich genau jetzt wieder was in der Pizzamikrowelle habe. PS, wenn Mikrowellenpizzas im Backofen statt in der Pizzamikrowelle kocht, ist Etatist. Denn die Etatisten benutzen auch alle nur Backöfen. Ich kann dir sagen, dass ich gar keine Pizza esse nach meinem letzten Erlebnis der Mikrowellenpizza. Jetzt habe ich hier was für Max Muster. Und zwar habe ich eine Backofen-Mikrowelle. Ja, ja. Herr, was sagst du jetzt? Krass. Das ist wild. Links auch gedrückt. Kannst du die ausprobieren? Ja, mit einem Winkler oder ohne? Nimmst du mich auch auf Arbeit mit? Nein, Quatsch. Nee. Ja, klar, natürlich. Oh, ich muss da ein bisschen Anti-Etatismus verbreiten. Ich möchte, der nächste war Kommentar zum Thema Fußfetischismus. Unbasiert ist ja ein Mensch, das ist korrekt, der gerne gegen Geld Fußfotos auf OnlyFans anbieten würde. Warum ist das so? Weil unbasiert neidisch darauf ist, dass der Drachen dort so schöne Füße hat. Und er diesen Neid damit verarbeiten will, dass er seine eigenen Füße ebenfalls unter die Leute bringt, zusätzlich aber noch mit finanziellen Profiten. Nee. Ich bin nicht neidisch auf den Drachenlord und auch nicht auf seine Füße. Alter, hast du dir die Ogerfüße mal angesehen? Junge, die Fußnägel, heilige Scheiße. Boah. Nee, aber boah, keine Ahnung, warum würde ich das tun? Ja, einfach, keine Ahnung, mir sind meine Füße nicht so wichtig. Von mir aus kann die jeder sehen und wenn ich dafür Geld kriege, ja, let's go. Das ist mir auch egal, wenn sich einer drauf runterholt. Also ich gehe sowieso davon aus, dass sich schon mehrere Leute einen auf mich runtergeholt haben. Von daher, also. Ja, also ich höre mir jede Woche einen auf dich runterholen, basiert. So 3 Stunden Action zu der Sendung immer. Deswegen seht ihr meine linke Hand gerade auch nicht. Oh, das ist eine schöne Sendung. Macht Spaß. Alles, was wir hier sagen, sind Witze, ne? Das ist euch schon klar, ja. Hä, was? Was ihr macht? Witze? Was? So werden wir den Elefanten-Kommentar lesen. Kommentar zum Thema Elefanten. Laut Johannes hat unbasiert ein Elefanten-Safari-Bild neben seiner Bartheke. Ja. Ist damit jenes Bild gemeint, welches man auch im JBM-Mozzarella-Video sehen kann? Falls ja, hätte ich es mir aber farbenfroher vorgestellt. Das sieht ja eher aus, wie wenn die Dickhäuter Trauer tragen. Johannes' Auge für Details und seine Fähigkeit, sich all die bemerkenswerten und lustigen Sachen zu merken, gefällt mir übrigens sehr gut. Wisst ihr, an wen mich Johannes deswegen erinnert? An mich selbst. Ich erinnere Harlekin immer an mich selbst. Wir sind echt eine Person, ne? Warte mal, im Rum-Cola-Video kommt irgendwie ich gucke jetzt gerade mal durch das. Eine Mozzarella-Video. Nee, Mozzarella, nicht Rum-Cola. Ach, das Mozzarella-Video? Nee, das habe ich auf der Couch, glaube ich, gedreht. Da dürfte kein. Nee, da sind so Elefanten in so einem Spiegel. Auch, nee. Keine Ahnung, irgendwo bei. Nicht Poco, bei T-Docs oder so gekauft. Von meiner Ex. Habt ihr das, wo wir jetzt bei Elefanten schon sind, gesehen, dass irgendwie Botswana 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken will, weil Deutschland so sagt, so, oh, ihr dürft eure Elefanten nicht umbringen. Ja, und die sind so, ja, aber wir haben zu viele, so, wir müssen irgendwie die Population kontrollieren. Ja. Ich finde es geil. Also, die Grünen sind mal wieder der Maßstab der Welt. Endlich wieder Elefantenjagd in Deutschland, ich sag's dir, ich voll Bock drauf. Komm, ich gerne. Wir sollen die scheiß 20.000 Elefanten schicken und in Berlin auf die Straße loslassen. Ey, ich würde so feiern. Ich würde mir den sämtlichen Livestreams, die es dann geben wird, würde ich mir angucken. Das wäre so lustig. Und ey, wehe, einer bringt einen Elefanten um, Junge. Das ist illegale Elefantenjagd dann. Apropos farbenfroh. Das reimt sich. Frage zur farbwechselnden Beleuchtung hinter unbasierts Fernseher. Sieht das bei unbasiert im Wohnzimmer dann so ähnlich aus wie beim Drachenlord, wenn er die guten alten Zeiten seines Streams Kinderdisco gemacht hat? Ähnlich wahrscheinlich, ja. Also ich bezeichne das ja selber als Kinderdisco, wenn ich da die Beleuchtung anmache. Also, ja. Robert Neville schreibt, mein Brave akzeptiert automatisch alle Cookies und löscht sie direkt wieder. Ich muss nie auf einer dieser Banner klicken. Ja, da haben wir jetzt das Tool auch für gefunden. Ist ja sehr gut. Und Max Muster schreibt nochmal,
um nochmal auf den lieben Johannes zurückzukommen. In Folge 129 hat er gesagt, dass ihm unbasiert vor dem Stream verboten hat, bestimmte Sachen im Stream zu erzählen. Aber Johannes hat auch gesagt, dass diese Geheimnisse hinterher von Max Muster erfragt werden könnten. Was jetzt hiermit geschehen ist. Was sind das denn für Sachen, wegen denen Zensur basiert, von der Leyen anderen Leuten ihre Redefreiheit einschränkt? Ja, Zensur basiert, was sagst du? Ja, einfach kein Kommentar. Sag einfach, ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich kann mich schon erinnern, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man da das auch offenlegen. Also jetzt ist es ja legal. Ich habe schon mal gekifft. Also ich habe gesagt, sprich nicht meinen Drogen. Was? Also ich hab schon mal gekifft, ja. Du hast schon mal gekifft? Ja. Bist du jemand, der das Versagerkraut raucht? Tatsächlich, ab und zu mal. Oder also man sieht, jetzt hab ich jeglichen Respekt vor dir verloren. Jetzt ist es geleakt. Aber vielleicht habe ich immer noch andere Sachen verboten. Und, oder auch nicht, wer oder weiß. Auch nicht. Max muss ja des Weiteren. Und Fakt ist, wenn man unbasiert einmal die Pizza-Mikrowelle, die Never Forget Nikki Kunstpflanze, das Elefanten-Safari-Bild, das IKEA Darth Vader-Bild im Pop-Art-Look und das Plissé mit Salsa verschwinden, dann hat die Sache niemand geklaut, sondern dann sind die Sachen bloß von jemand anderem in die Hand gedrückt worden. Ist genauso wie Teile meiner Hausfassade. War das in Jungbrutal Marktradikal? Irgendwer hat mir gebeichtet, dass er Teile meiner Hausfassade abgeschlagen hat und als Souvenir mitgenommen hat. Ja, ich weiß. Jemand hat das gebeichtet, aber ich sag dir nicht, wer es war. Sag's dir nicht. Mappy hat gefragt, hat jemand die gezählt? Glaube nicht. Das sollte man bei mir mal tun. Und dann mal kurz zu dem Mythos, Fassadenteile von Unbasierts Haus werden verteilt. Der Verteiler war ich, tatsächlich sogar in Anwesenheit des Hausherrn. Er kann sich wohl nicht erinnern, der olle Suffkorb. Es war aber kein Teilstück der Fassade, das ich rausgebrochen habe. Es handelte sich lediglich um ein Stück Decke, das von dem Wasserschaden abgebrochen ist und der Hausherr beim Kehren in einer Ecke an der Treppe übersehen hat. Es ist auch ein Unikat. Es gab nur das eine Stück plus diverse Brösel und es hat nun ein schönes neues Zuhause bekommen. Sehr schön. Da bin ich ja zufrieden. Aber ich habe tatsächlich an meiner Fassade Beschädigungen festgestellt. Da müssen sie von jemand anderem sein. Ja, die sind von diesem Fahrraddieb noch. Junge, der Fahrraddieb war auch so ein Typ. Ey. Aber wer will den Filmtipp machen? Das ist mir zu viel Text. Filmtipp der Woche. Shogun. Diesmal kein Film, sondern eine Serie. Zu allem Überfluss ist die Miniserie noch nicht mal abgeschlossen. Es stehen noch 3 Folgen aus. Trotzdem eine fette Empfehlung und man sollte die Chance nutzen und live dabei sein bei der Erstausstrahlung. Meiner Meinung nach ist Shogun, wie auch immer man es ausspricht, die qualitativ hochwertigste Serie seit Game of Thrones und hat durchaus auch leichte Ähnlichkeiten. Allerdings handelt es sich nicht um Fantasy, sondern um eine Buchumsetzung nach wahren Begebenheiten des politisch zerrissenen Japans Anfang des 15. Jahrhunderts. Interessant, so etwas aus libertärer Sicht zu betrachten. Diese Menschen und diese Kultur wurden nicht nur politisch mit starker Hand beherrscht, sondern scheinen auch Gefangene der Bräuche und Wertvorstellungen zu sein. Es gibt bereits eine Miniserie von 1980 mit Richard Chamberlain, welche auch gut ist. Ja, danke für den Tipp. Ich hoffe, die gibt es irgendwie bei Netflix oder bei Amazon Prime. Dann schaue ich da rein. Amazon Prime, hämmer ihn rein. Max Muster, eine Sache möchte ich noch richtig stellen, dann schreibe ich nie mehr was. Zumindest nicht unter dieser Folge, Lel. Am Ende von Folge 129 wurde mein Kommentar vorgelesen, in welchem ich formuliert hatte, dass alle, die Grevenbruch sagen, Etatisten sind. Daraufhin hat Unbasiert gesagt, dass das nicht stimmt und dass Etatisten angeblich Grevenbruch sagen. Und Taxi hat dann gesagt, dass ich mich selbst gefickt habe. Das ist falsch. Ich will schon lachen, wenn ich es lese. Erstens habe ich mich nicht gefickt, sondern
ihr habt mich angegriffen. Zweitens, woher will der Koll das überhaupt wissen, wer was wie sagt? Bei so einem Thema werd ja wohl ich viel besser Bescheid wissen. So sieht's nämlich aus. Ja, weil du Etatist bist, oder was? Ja. Shots fired. Ja, außerdem hast du dich gefickt, weil du das Thema überhaupt aufgebracht hast, ja, und sonst wär's nie dazu gekommen. Es hieß schon immer Grivenbroich und nur vernünftige Leute sagen Grivenbroich und Etatisten sagen Grivenbroich. Ja. Da bleib ich bei. So sieht's nämlich aus. So, vor 57 Minuten. Es gibt ja auch einen Chat. Ihr müsst nicht in die Kommentare schreiben. Mein persönlicher Headcanon zu den Tazio Müller Fickbaum-Abholzungen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Der Fickbaum musste bestimmt nur abgeholzt werden, weil die Bullerei verhindern wollte, dass das die AIDS-Maske Tazio von einem der Merkel-Gäste an seinem Lieblingsbaum aufgehängt wird. Ich habe unironisch keine Ahnung, worum es geht. Also Tazio Müller, das war dieser Typ aus dieser Chemsex-Doku, wo es dann dieses legendäre Bild gilt, wie er sich von diesem Baum halt ficken lässt. Und so wie es aussieht, wurde dieser Baum jetzt wohl gefällt, ja. Ja, lol. So, Kommentar der Woche, Sendungstitel. Sendungstitel haben wir zwei. Schenkel zu, Klima gut. Und antifaschistisches Hotel auf Usedom. Ein antifa-sicheres Hotel. Also antifa-sicheres Hotel auf Usedom. Ja. Ich würde sogar sagen, den Klarstellungskommentar von Smappy zu den Fassadeteilen. Ja, das ist mein Kommentar der Woche. Genau. Einmal Fassadenteile klarstellen hier. Ich finde Schenkel zu Klima gut am besser, muss ich sagen. Finde ich auch gut. Okay. So, du wurdest so mit bürokratisiert. Ja, was sagt ihr? Jetzt haben wir drei Outros und während wir die drei Outros haben, gehe ich mit jemandem raus und sage schon mal Ciao an den Chat und an die Zuschauerschaft. Und ja, vielleicht bin ich wieder da, wenn die Outros vorbei sind, meine Freunde. Ich teaser nochmal kurz an. Das erste Outro ist von Praxeolog Podcast, Lied gegen Parteien. Das hat nichts mit dem Lied der Partei zu tun. Der zweite ist von Putschist. Steuern sind Raub 2023 und der dritte Titel ist von Jassen, der Diktator. Grüße gehen raus an Jassen. Der hat nämlich ein KI-Sift-Twitter-Lied gemacht. Er hat vorher seine Freunde gefragt auf Sift-Twitter, ey, gib mir mal ein paar Lines und ich baue euch einen KI-Rap-Song da raus und er hat's getan und das werden wir gleich auch abspielen. Alle drei nacheinander. Ciao, ja.
Logischerweise Tributzahlungen oder Schutzgelderpressung. Und diese Schutzgelderpressung, die wir Steuern nennen, sind ja alles mit aufgezeichnet, man muss es eh hin. Wir nennen es Steuern. Steuern heißt es deshalb, weil damit die Menschen steuern. Wir sind Feinde, so wie Teufel und Gott. Dieser Staat ist böse und hat für uns Deutsche geschockt. Ich kaufe nichts von neuem überteuerten Schrott und nutze jede Gelegenheit für den Steuerboykott. Ihr seid das grauselige Haar in der Suppe und wenn ich mich als Reaktion darauf als Arschloch entpuppe und euren Steuereintreiber in die Visage reinspucke, dann schickt ihr mir eure uniformierte Staatssöldnertruppe. Und dann treten ihre Schläger Tür und Tor ein, steuerfahnder Bullen und justiztreibenden Lohn ein. Sie kommen, um dich abzuholen, was keine leere Drohung bleibt. Dann bist du verschleppt, ihr wart, seid und bleibt mein Todfeind. Wann ist die Wegelagerei eskaliert? Es wird gestohlen und rausgeworfen, was keiner kapiert. Wir finanzieren diesen Dreck, der uns gemein drangsaliert. Wir werden von vollgefressenen, fetten Schweinen regiert. Und es ist teuflisch, was sie treiben, alte Menschen wühlen im Müll und können sich heute nichts mehr leisten. Ihnen ist es scheißegal, sie drängen die Leute in die Pleite, wollen Ferrari fahren, um dafür dann die Steuern einzutreiben. Und wir bezahlen die Zeche doppelt und dreifach um Verteilung, ein Verbrechen an der bekloppten Gemeinschaft. Wir gehen ackern in Fabriken, sie verzocken es einfach und trotzdem gehen die Bossen auf deine Kosten shoppen im Maybach. Was der dumme Michel dann bezahlen darf, mit jedem eurer Briefe ist sofort die wahre Absicht klar. Ich kämpf dagegen an, was ihr auch sagt, dazu verdammt nochmal. Change my mind, der sogenannte Staat ist deine Mafia. Für euch sind wir nur euer Spielball. Die Bürger bürgen für den ganzen Spaß und machen Kniefall. Sie bezahlen für Klimawandel, Covid und die Vielfalt. Wie man es auch dreht und wendet, Steuern bleiben Diebstahl. Sie uns mit ihrer Propaganda spalten, wie sie uns verarschen, uns durch Steuern so wie Sklaven halten. Sie wollen uns nicht dienen oder diesen schönen Staat verwalten. Sie wollen unser Geld erpressen und sie wollen den Lambo schalten. Und was weiß ich, wie dieser Keck im Fernsehen heißt, berichtet über Klimakleber oder Black Lives Matter Life. Dabei frage ich mich, warum sind alle Zecken meistens weiß? Warum sind Politiker fast immer dreckiges Geschmeiß? Wer Steuern hinterzieht, macht sich bei Deutschen unbeliebt, weil sie sich der Gehirnwäsche wie dumme Ziegen unterziehen. Durch ihr Stockholm-Syndrom kann man sie programmieren und umerziehen. Steuern oder Schutzgeld, bitte, wo ist hier der Unterschied? Und sie erpressen uns auf Teufel, komm raus. Leider macht niemand von euch von seinen Fäusten Gebrauch. Gegen dieses Unrecht fuckgeld, dass ihr euch das nicht traut. Steuerhinterziehung ist okay, denn Steuern sind Raub. Steuern sind Raub.
Pirat-Katar, Schweinefleisch an der Bar. Seitdem nennt man mich im Fernsehen einen Islam. Kritiker, ich bin kein zurückgebliebener Pisser. Du fegst Fehler, ich glaube nicht an Tauben, wir werden durch sie von der Regierung überwacht. In meinen Wänden leben Menschen, Jassen zieht die Knechte, benutzte Analsonden sauber zu lecken. Ich bin ein fetter Loser mit Körpergeruch und Mädel mir gleich einen schönen schwarzen Luanei. Ich hab dir eingeschissen. Lieber im Stuhl einschlafen als im Schlaf einstuhlen. Heil Hydra, Schuljoka, sein Haschfotze. Schuljoka, Schuljoka, sein Haschfotze. Du verfetteter Fettfleck, aus Fett statt beim Fettfluss ein Fettis. Dann an der Grenze zum Fettit, ein fette Fettland. Du verfettete Fettwurst, mit deiner fetten fetthaltigen Fettheit an deinem Fettkörper. Du fette Sau, Jassen seit Füße. Liebe Grüße, Schabberspotten. Ich lass mich fix vom 12. Stock droppen. Steuern sind grau, meine Kackfotos sind Pyrophil. Ich bin auf dem Rechtsradikal, Kali Yuga, es wird mir alles zu viel. Gänse vor Haut, Luna, du stinkst. Monarchie der Arzt, schlau und schlauer. Penis, Propeller, Pimp Power. Power! Schuljoka! Arschfotze.